Okay, dann schreibe ich denen das auch noch mal kurz in den Chat rein, dann. Ja, ich habe es auch gerade schon geschrieben, aber schreib du es auch mal noch. Okay. Oder wir machen es halt bei Twitch, aber da ist wahrscheinlich. Achso, da kann man gar nicht zu zweit streamen, glaube ich. Okay, gut. Das Ding nimmt auf. Okay, sieht gut aus. Ja, Tag, Leute, sorry nochmal, dass wir statt dem Stream eine Aufnahme machen mussten. Ich habe keinen Plan, was mit dem Programm los war. Es hat bisher immer funktioniert. Naja, wenn es mal halbwegs wichtig ist, natürlich nicht. Ja, ich bin jetzt gerade in einem Gespräch mit Mr. Wissen to Go, aka Mirko Drotschmann, und wir haben heute im Grunde genommen vor, uns mal eine Stunde lang über so ziemlich alle unsere Differenzen auszuquatschen. Mirko, willkommen auf meinem Kanal und ich denke, wir freuen uns alle sehr, dass du hier bist. Ja, hi, danke, ich freue mich auch. Ja, ich finde es ohne Scheiß ziemlich beeindruckend von dir, dass du dich zu einer Diskussion mit mir bereit erklärt hast. Das zeigt definitiv, dass du schneiterst und dass du auch sehr heftige Kritik aufnimmst wie ein Erwachsener, was heutzutage leider ziemlich selten geworden ist. Und es zeigt, um jetzt mal ganz smooth hier überzuleiten zu unserem ersten Thema, dass du eigentlich viel zu gut für diese gesamte Nicht-Egal-Scheiße bist. Im Grunde genommen hast du ja schon öffentlich klargemacht, dass du dem Personal der Kampagne hochgradig kritisch gegenüberstehst und du insbesondere mit der Beteiligung einer gewissen Anetta Kahane und ihrer Amadeo-Antonio-Stiftung ein großes Problem hast. Für den uninformierten Zuschauer ganz kurz: Anetta Kahane ist eine ehemalige Stasi-Denunziantin, die für den Selbstmord eines Dissidenten namens Klaus Brasch verantwortlich ist und sich zumindest meines Wissens bis heute weigert, ihre Verbrechen öffentlich anzuerkennen. Zudem hat sie sich schon ein paar Mal mit relativ rassistischen Äußerungen einen Namen gemacht. Und ihre Stiftung, die Amadeo-Antonio-Stiftung, ist insofern an dem Nicht-Egal-Projekt beteiligt, als dass sie im Grunde genommen die Definition für Hassrede für diese Kampagne stellt. Denn diese bezieht sich zu großen Teilen aus dem Geh-Sterben-Pamphlet der Amadeo-Antonio-Stiftung. Aber was das angeht, sind wir ja eigentlich so ziemlich derselben Meinung, sofern ich das begriffen habe bisher. Also lassen wir das zuerst einmal außen vor. Du hast mir privat erzählt, dass du bisher kein einziges meiner Videos über dich gemeldet hast, weil du der festen Überzeugung bist, dass diese unter dem Schutz der Meinungsfreiheit stehen sollten. Denn die Meinungsfreiheit ist das höchste Gut, das wir haben, sind deine Worte, nicht meine. Und das ehrt dich und zeigt uns, dass wir eigentlich in diesem Konflikt, die Meinungsfreiheit betreffend, auf derselben Seite stehen. Aber mit Ausnahme von einem einzigen wurden alle dieser Videos von YouTube deaktiviert. Und zwar mit der Begründung Hassrede, jedes einzelne Mal. Und ich glaube dir absolut, dass du damit überhaupt nichts zu tun hast. Ich will hier auf etwas ganz anderes hinaus. Und keine Sorge, meine erste Frage an dich kommt gleich. Lass mich mal kurz die Nicht-Egal-Projektleiterin Sabine Frank aus einem Interview im Spiegel zitieren. Die sagt nämlich, dass genau diese Löschung, gegen die du klar Stellung beziehst, was ich dir hoch anrechne, exakt das sind, was die Nicht-Egal-Kampagne fördern soll. Ich werde dir den Link zu dem Spiegelartikel auch mal kurz in Skype senden, damit du das selber lesen kannst. Okay. Also es startet mit: Immer wieder wird YouTube dafür kritisiert, problematische Inhalte nicht konsequent genug zu löschen. Nun will die Videoplattform versuchen, gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung, klar im BPB, mit einer neuen Initiative gegen Hass im Netz vorzugehen. Es ist nicht egal, wenn die Leute online und offline nicht respektvoll miteinander umgehen, sagte Projektleiterin Sabine Frank von YouTube-Eigentümer Google. Es sei nicht genug, Inhalte zu löschen. Das Diskussionsverhalten hierzulande müsse sich ändern. YouTube wird, ebenso wie Facebook oder Twitter, immer wieder vorgeworfen, nicht effizient genug gegen problematische Inhalte vorzugehen. Und etwas weiter unten wird das Zitat von der Projektleiterin Frank fortgesetzt. Ziel sei, eine Bewegung zu starten, die von einer großen Mehrheit der Menschen in diesem Land getragen wird und alle ermutigt, Hasskommentaren im Netz häufiger entgegenzutreten, sagte Frank. Noch immer melde nur ein kleiner Teil der Nutzer problematische Inhalte auf YouTube. Also, das ist eine Stellungnahme von der Projektleiterin von Nicht Egal, Sabine Frank. Wenn irgendjemand die Kampagne repräsentiert, dann dürfte sie das sein. Und
Sie sagt uns hier ins Gesicht, es ist ein Problem, dass zu wenige Leute problematische Inhalte, also problematisch aus Sicht der Nicht-Egal-Verantwortlichen, dazu kommen wir gleich noch, melden und YouTube diese deshalb nicht effizient genug zensieren kann. Das ist ohne jede Polemik, ohne jede Übertreibung exakt das, was uns die Hauptverantwortliche über die Ziele dieser Kampagne sagt. Also wäre meine erste Frage an dich, wie vereinbarst du die offensichtlichen Widersprüche zwischen deinen Prinzipien und den von der Projektleiterin ausgegebenen Zielen der Kampagne mit deiner Teilnahme an dieser? Und weiterführend, würdest du bezweifeln, dass meine Inhalte und ähnlicher Content auf YouTube, die ja aus deiner Sicht komplett von der Meinungsfreiheit geschützt sein sollten, von der Projektleiterin beispielsweise und auch anderen Verantwortlichen als die besagten problematischen Inhalte eingestuft werden könnten? Ja, also was deine Inhalte angeht, da bin ich der Meinung, und das habe ich dir ja auch schon geschrieben, dass das von der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Allerdings könnte man auch anders argumentieren. Es gibt da ja das einschlägige Gesetz, Paragraph 130 Strafgesetzbuch, Volksverhetzung, wo ganz klar geregelt ist, was strafbar ist und was nicht. Und je nach Auslegung, ich habe darüber auch mit Juristen gesprochen, könnte das, was du sagst oder was andere mir auch an den Kopf werfen, durchaus auch schon von diesem Paragraph abgedeckt sein. Wahrscheinlich müsste ich einfach mal mit einem deiner Videos vor Gericht gehen und dann mal gucken, wie ein Richter entscheidet, damit wir da ein Rechtsurteil hätten. Aber wie gesagt, meine persönliche Meinung ist die, dass es von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, ist im Endeffekt Ansichtssache. Dass es übrigens dann gelöscht wurde, hängt vermutlich damit zusammen, dass einige Leute es gemeldet haben. Ich glaube nicht, dass YouTube selbst darauf aufmerksam geworden ist. Die haben, glaube ich, genug anderes zu tun, als sich jedes Video bei YouTube anzugucken. Was die Frage angeht zur Vereinbarkeit meines Gewissens mit der Kampagne Nicht Egal, ganz wichtig ist, und das, du hast es auch aus dem Zitat richtig vorgelesen, Sabine Frank hat gesagt, es ist nicht genug, Inhalte zu löschen. Das Diskussionsverhalten hierzulande muss sich ändern. Also sie sagt, löschen ist das eine, und zwar dann, wenn eine Straftat begangen wird. Und das andere ist aber, dass sich das Diskussionsverhalten ändern wird. Und so interpretiere ich die Kampagne, und so wurde es mir auch bestätigt, als ich das nochmal angesprochen habe intern. Es geht nicht um Zensur, sondern es geht darum, die öffentliche Debatte wieder auf ein Level zu heben, was konstruktiv ist. Ja, ich finde, das bringt doch nichts, wenn man sich gegenseitig Beleidigungen an den Kopf wirft. Und deswegen finde ich es auch cool, dass wir jetzt hier miteinander sprechen können, weil nur so kommt man voran, anstatt dass man sich beleidigt, ohne sich mal vernünftig hinzusetzen und zu reden. Und genau so verstehe ich auch die Kampagne. Nicht egal, so sagen, hey Leute, jetzt kommt mal alle wieder runter, bleibt mal auf dem Teppich und redet so, wie ihr auch persönlich, wenn ihr jemanden auf der Straße treffen würdet mit den Leuten. Und Nicht Egal ist keine Kampagne, die dazu aufruft, dass Leute möglichst viele Sachen melden, damit sie dann gelöscht werden. So verstehe ich das nicht. Und wir hatten gerade letzte Woche nochmal ein Gespräch mit der Projektgruppe, und da wurde mir das auch nochmal so bestätigt. Und deswegen stehe ich auch immer noch hinter Nicht Egal, wenngleich man sagen muss, dass es natürlich sicherlich Leute gibt, die da beteiligt sind, die das ein bisschen anders interpretieren. Aber das ist meine Interpretation. Ja, das Problem ist, dass die Leute, die das anders interpretieren, teilweise die Verantwortlichen sind für die Kampagne. Zum Beispiel, wie gesagt, die Projektleiterin selber, die sagt noch immer, melde nur ein kleiner Teil der Nutzer problematische Inhalte auf YouTube. Ich meine, das geht auch klar in die Richtung, wir wollen mehr Zensur. Wir wollen, und ich meine, würdest du wirklich bestreiten, dass Inhalte, wie ich sie mache, beispielsweise von dieser Projektleiterin, aber auch und vor allem von den Leuten, die seitens der Amadeo-Antonio-Stiftung daran beteiligt sind, unter diese problematischen Inhalte fallen würden? Also leider sind deine Videos ja offline, sonst würde ich jetzt, ich wollte hier auch ein bisschen was draus zitieren, aber konnte ich ja nicht, weil ich die Videos nicht mehr angucken konnte. Da sind schon Stellen dabei, bei denen ein Jurist sicherlich sagen würde, wenn man ihn darauf anspricht und ihn das mal rechtlich prüfen lässt, das könnte unter Paragraph 130 Strafgesetzbuch fallen. Und melden ist ja nicht direkt löschen, sondern melden ist zuerst mal zu sagen, YouTube, guck mal, mir ist hier was aufgefallen, prüft mal, ob das in Ordnung ist oder nicht. Und dann obliegt es immer noch YouTube zu sagen, ja, ist mit dem deutschen Gesetz vereinbar und mit unseren Richtlinien, und ist es nicht. Das ist ja dann im Endeffekt die Entscheidung von YouTube. Also melden heißt nicht Aufforderung zum Löschen, sondern verstehe ich als Aufforderung zum Prüfen. Okay. Und ich denke mal, du wirst mir recht geben, dass es bei YouTube viel zu viel Kommentare gibt, viel zu viele Äußerungen, die einfach nicht hier hingehören. Ja? Also die nichts zu tun haben mit einem Diskurs oder mit dem,
so oft vorgeschobenen Argument des schwarzen Humors, andere übel zu beleidigen und runterzumachen und ja gegen sie zu hetzen, hat für mich nichts mit schwarzem Humor zu tun, das ist eine Beleidigung. Und das finde ich schwierig und problematisch und da finde ich es auch nicht schlimm zu sagen, gebt uns das mal und wir gucken uns das dann an. Das finde ich in Ordnung. Okay, aber du hast ja eigentlich in deiner ersten Aussage selber gesagt, du glaubst nicht, dass YouTube sich die Mühe gemacht hat, meine Videos zu überprüfen. Du glaubst einfach nur, eine Menge Leute haben die gemeldet. Ja, durchaus, genau. Und das finde ich sehr schwierig. Das ist ja nicht nur bei YouTube das Problem, sondern auch bei Facebook, dass die Konzerne sagen, naja, wir haben da ja ein Team, das dann sowas prüft und sich das genau anguckt. Im Endeffekt sitzt da kein Mensch, sondern ist da ein Algorithmus, der sich anguckt, wie oft etwas gemeldet wurde, prüft vielleicht, ob was der Grund ist. Bei Facebook kann man natürlich dann auch noch einen Wortfilter drüber laufen lassen, was bei YouTube schlecht geht, es sei denn, die beziehen die Untertitel, die automatisch generiert werden, mit ein, das weiß ich nicht. Und das ist natürlich, das birgt eine hohe Gefahr für Fehler. Und das sehe ich durchaus als kritisch und problematisch an und auch in Bezug auf deine Videos. Wobei nochmal, ich glaube schon, dass es durchaus Juristen gibt und vielleicht auch durchaus Richter gibt, die sagen, das, was du machst und auch das, was du über mich gemacht hast, ist nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt. Könnte ja, gut sein. Und damit wäre YouTube ja auch im Recht, weil dann hätten sie entsprechend dem Gesetz gehandelt. Also erstmal der Punkt ist, also die gesetzliche Definition, die wir hier von Hetze und diesen schwammigen Begriffen haben, finde ich auch vollkommen lächerlich. Wir haben hier, wie gesagt, in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Und wer entscheidet das? Das ist, je nachdem, wie du fragst, heißt das immer etwas komplett anderes. Und wenn du die Leute, mit denen du dich da eingelassen hast, fragst, die Leute von der Amadeo-Antonio-Stiftung, die Leute von der Nicht-Legal-Kampagne, dann werden die ja sagen, ja, das heißt, du hast ziemlich exakt das, was du eigentlich als von der Meinungsfreiheit geschützt siehst oder was du, wovon du zumindest selber, das sagst du ja selber, du sagst, du denkst, es sollte geschützt sein von der Meinungsfreiheit, auch wenn es Juristen gibt, die sagen würden, nein, ist es nicht mehr. Ja, das ist natürlich die große Frage und dazu muss man jetzt aber auch sagen, du lädst deine Videos bei YouTube hoch. Damit unterwirfst du dich automatisch den Richtlinien dieser Plattform, ob du die gut findest oder nicht. Und in den Community-Richtlinien heißt es, unsere Produkte verstehen sich als Plattform für freie Meinungsäußerung. Wir unterstützen allerdings keine Inhalte, die Gewalt gegen Einzelpersonen oder Gruppen aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Behinderung, bla 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 und so weiter und so fort fördern bzw. billigen. Also kann man ja alles nachlesen in den YouTube-Richtlinien. In dem Moment, in dem du dir einen Account machst bei YouTube und Videos hochlädst, stimmst du damit automatisch überein. Okay, das ist, würdest du sagen, das dass ich gegen diese Richtlinie jetzt verstoßen habe? Dass ich jemals zu Gewalt gegen irgendwen aufgerufen habe? Ja, das geht ja noch weiter. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Im Endeffekt, was sie da definieren, ist so vollkommen vage, dass es im Grunde genommen so ziemlich alles, du kannst ein Video über eine Katze hochladen und sie hätten eine Grundlage, mit diesen Richtlinien es zu löschen. Genau, und das sehe ich genauso kritisch wie du. Also ich finde auch, das ist schwammig, genauso wie es im Gesetz schwammig ist. Beim Gesetz hast du noch den Vorteil, wenn ich dich jetzt anzeigen würde wegen Volksverhetzung, was weiß ich, gibt es ja verschiedene Straftatbestände, dann hättest du das Recht vor Gericht dagegen vorzugehen und wir würden das dann von einem Richter entschieden bekommen. Bei YouTube gibt es diesen Richter nicht, bei YouTube ist der Richter YouTube. Ja. Und das ist tatsächlich ein Problem, wobei man sagen muss, dass amerikanische Konzerne grundsätzlich die Meinungsfreiheit deutlich großzügiger auslegen als deutsche Konzerne, was man ja bei Facebook gesehen hat, zum Beispiel, was da gepostet wurde, das ist sehr schwierig. Und ich glaube, dass gerade so ein Konzern wie YouTube inzwischen erkannt hat, es ist schlecht für das Image, wenn man zu viel durchlässt und jetzt eher in die andere Richtung geht und sagt, okay, bevor wir dastehen als diejenigen, die zu viel durchgehen lassen, sind wir lieber diejenigen, die einmal zu viel was zensieren oder rausnehmen. Ich denke, dass sie in diesem Sinne schon eine Art politische Agenda verfolgen, in dem Sinne, dass sie wollen ja im Grunde genommen alles demonetarisieren und demonetarisieren auch alles, was in irgendeiner Weise beispielsweise ja, islamkritisch ist. Also wie gesagt, hast du irgendwie Islam im Titel und das Video ist nicht irgendwie einfach nur ein Loblied auf den Islam, zack, demonetarisiert. Du hast ja selber schon Bekanntschaft damit gemacht, sobald du irgendwas gemacht hast über, ich glaube damals war es linksextremen Terrorismus, zack, demonetarisiert. Wollen wir hier nicht, weg damit. Ja, aber ich würde das nicht als Politik auslegen, denn bei mir wurden sowohl Videos, die sich kritisch mit Rechtsextremismus
Rechtsextremismus auseinandersetzen, demonetarisiert, wie Videos, die sich mit Linksextremismus kritisch auseinandersetzen, genauso wie Videos, die einfach nur einen Bereich des Islam erklären, wurde demonetarisiert, genauso wie ein Video über Donald Trump oder auch eins über Hillary Clinton. Also da kann ich keine politische Linie erkennen, sondern das geht kreuz und quer. Und das arbeitet einfach nach Schlagwörtern. Ein Schlagwort wie Terrorismus, Islam, Putin, Russland, Trump sind alles Wörter, die offenbar YouTube nicht passen, wo YouTube sagt, das ist ein nicht werbefreundlicher Inhalt und dann wird die Werbung deaktiviert. Das ist, kann man sagen, eine Form der Zensur, weil Leute, die wirtschaftlich abhängig sind von YouTube, die werden dann sagen, ja, Moment mal, ich mache aber ganz harmlose Erklärvideos, wie ich zum Beispiel jetzt, ich erkläre Dinge auf meinem Kanal und wenn dann da die Werbung deaktiviert wird, dann kann ich irgendwann nicht mehr davon leben. Ich muss es in dem Fall nicht, weil ich einen Job habe und YouTube nebenbei mache, aber andere, die da vielleicht von leben, die haben dann irgendwann ein Problem und dann kann man schon sagen, gut, das ist eine Form von Zensur, weil derjenige macht dann gar keine Videos mehr. Das sehe ich durchaus so, aber ich sehe nicht, dass da eine politische Agenda verfolgt wird, weil wie gesagt, es betrifft alle politischen Bereiche, egal ob links, rechts, islamistischer Terror, christlicher Terror, was auch immer. Es geht eher nach Signalwörtern, nach denen gearbeitet wird. Ja, so funktionieren halt Algorithmen. Ne? Du kannst ja schwer auch einen Algorithmus herstellen, der im Grunde genommen nach islamkritischen Videos sucht. Wie sucht ein Algorithmus nach islamkritischen Videos? Aber ich würde schon sagen, dass das im Grunde genommen das ist, was damit verhindert werden soll. Weil das sehen wir auch in dieser Art von Kampagne. Das sehen wir bei diesen Leuten. Das wird ja gefördert von der Google-Mitarbeiterin und Projektleiterin Sabine Frank hier, die mit der Amadeo-Antonio-Stiftung zusammenarbeitet, was diese Geschichte angeht. Das sind ja exakt im Grunde genommen Hassrede kann überhaupt nur existieren gegenüber Minderheiten, in dem Sinne dann Muslime oder wie gesagt, Rassismus kann im Grunde genommen nur existieren gegen jeden, der nicht weiß ist. Also das sind ja die Leute, mit denen die hier im Bett liegen, das sind die Leute, mit denen sie bei diesen Kampagnen, wie jetzt die Nicht-Legal-Kampagne, zusammenarbeiten, um halt eine spezifische Hassrede-Definition herauszuarbeiten. Denn auch in deinem Unterrichtsmaterial, das du an Schulen tragen wirst, ich habe mir das nämlich mal angesehen, auch das bezieht sich auf die Gesterben-Broschüre von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Hast du selber schon da mal in die Fußnoten geguckt, auf welche Quellen sich diese Sachen beziehen? Also zu dem Schulmaterial kann ich sagen, das, was du gesehen hast, das ist nicht das Schulmaterial, mit dem wir bei den Workshops arbeiten werden. Ich selber habe das Schulmaterial auch noch gar nicht vorliegen, weil es gerade noch entwickelt wird von sehr renommierten Medienpädagogen, von Medienblau, von digitalen Helden, die seit Jahren sehr gute Medienprojekte an Schulen machen und auch unabhängig, zum Teil bisher auch gemeinnützig gearbeitet haben. Und das wird gerade noch wirklich mit heißer Nadel gestrickt, weil der erste Workshop startet Anfang Dezember. Und da liegt noch nichts vor, die Gesterben-Broschüre, auf die du dich beziehst, da sind Debattenbeiträge drin, die kommen zum Teil von politischen Aktivisten, zum Teil aber auch von ganz renommierten Wissenschaftlern, wenn du da mal guckst, wer da so mitgewirkt hat, da ist zum Teil das Who is Who der deutschen Sozialforschung, die da mitgewirkt haben und da kann ich nichts Anstößiges bei finden. Es gibt aber auch Texte drin, bei denen ich sage, nö, der Meinung bin ich nicht, aber das ist, die Gesterben-Broschüre ist kein Schulmaterial, mit dem man sagt, so, ihr lest euch das mal durch und dann lernt das auswendig, sondern das ist ein Debattenbeitrag. Und als solcher muss er verstanden werden. Aber wie gesagt, das Schulmaterial für die Nicht-Egal-Workshops ist in der Form, in der es in dem dann gearbeitet wird, noch nicht fertig. Naja, es ist ein Debattenbeitrag, der schrittweise definiert, was genau Hassrede ist. Wie gesagt, ich kann hier dir ein Zitat von Seite 14 der Broschüre vorlesen. Rassismus gegen Weiße zum Beispiel kann situativ stattfinden, hat jedoch keine gesellschaftlichen Dimensionen. Entsprechend fallen abwertende Aussagen über Weiße nicht unter Hate Speech, da ihnen schlichtlich die gesellschaftlichen Konsequenzen fehlen. Denn wem wird die Wohnung nicht gegeben, weil er oder sie weiß ist? Also das ist, also im Grunde genommen, Hass gegen Weiße auf der Grundlage ihrer Hautfarbe ist laut dem Heftchen, das für euch Hassrede definiert, kein Hass. Ob Hass toleriert wird, sollte an der Hautfarbe derer festgemacht werden, gegen den sich dieser richtet. Das ist Rassismus. Ich meine, würdest du nicht sagen, dass alleine so eine Stelle an sich schon die Absichten der Leute, die dieses Heftchen zusammengestellt haben, auf die sich die Nicht-Egal-Kampagne bezieht, auf das sich die Nicht-Egal-Kampagne bezieht, dass das schon die Absichten und die Überzeugungen dieser Leute an sich in Frage stellen würde? Würde ich so nicht sagen. Also wie gesagt, es kommt immer darauf an, wer der Autor des jeweiligen Textes ist. Wer ist denn der Autor des Textes, den du jetzt gerade zitiert hast?
Das kann ich kurz nachgucken, wenn ich Seite 14 des Dingens aufschlage. Aber der Punkt ist, es gibt ja Leute, die de facto entscheiden, was da reinkommt. Und wenn sie in ihre Definition etwas hereinnehmen, was klar rassistisch ist, dann sollte man schon mal die Sachen ticken hinterfragen. Du meinst, weil Ausgrenzung gegen Weiße da explizit als kein Rassismus genannt wird? Meinst du, das ist rassistisch? Ja, es ist rassistisch zu sagen, dass Hass gegen Weiße toleriert werden sollte. Steht es tatsächlich so drin? Ich habe mir jetzt die Broschüre auch mal... Seite 14. Rassismus gegen Weiße zum Beispiel kann situativ stattfinden, hat jedoch keine gesellschaftlichen Dimensionen. Entsprechend fallen abwertende Aussagen über Weiße, zum Beispiel Kartoffeln, nicht unter Hate Speech, da ihnen schlicht die gesellschaftlichen Konsequenzen fehlen. Denn wem wird die Wohnung nicht gegeben, weil er oder sie weiß ist? Das ist das Zitat. Ja, sehe ich nicht so. Also klar, also kann man vielleicht so sehen, aber meine Meinung ist es nicht. Und ich meine, hier steht drin, hat keine gesellschaftliche Dimension. Das stimmt auch. Also gesellschaftliche Dimension hat Rassismus gegen Leute anderer Herkunft. Andererseits würde jetzt jemand sagen, der aus Berlin-Neukölln kommt, naja, Moment mal, ich als Deutscher werde hier schon diskriminiert. Und dahingehend finde ich den Satz tatsächlich fragwürdig. Ich würde mich jetzt aber nicht an diesem einen Satz aufhängen und damit die ganze Broschüre diskreditieren. Also Das ist ein einziger Punkt davon. Ich meine, die Broschüre bezieht sich in weiteren Teilen darauf, dass wie gesagt, irgendwelche radikal feministischen Kampfbegriffe wie das Patriarchat, das alle unterdrückt, das im Grunde genommen dann rechtfertigt, mit jedem Mittel gegen es vorzugehen und ähnliche Sachen. Also hast du ja am Stück schon mal das ganze Ding durchgelesen, oder? Ich habe mir nicht jeden Text durchgelesen, ich habe punktuell mir die Sachen durchgelesen, aber wie gesagt, das ist nicht das Schulmaterial, mit dem wir arbeiten. Und die Broschüre kommt von der Amadeo-Antonio-Stiftung, die ist der Herausgeber. Sie ist Projektpartner von Nicht Egal, aber sie ist hat null Auswirkungen auf meine Arbeit und auf das, was ich mache. Okay, aber du kennst ja das Schulmaterial noch nicht. Und das veröffentlichte Schulmaterial von Nicht Egal enthält Ausschnitte, also bezieht sich in seiner Definition von Hassrede auf diese Broschüre. Ja, sofern, also es gibt Texte zum Beispiel, der dem folgt, nee, da vorangeht, den du jetzt gerade zitiert hast, was ist überhaupt Hate Speech, von Anatol Stefanovic, Professor für Sprachwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Da lohnt sich es durchaus, den mal durchzulesen, weil da stehe ich zum Beispiel voll und ganz dahinter und sage, die Analyse, die trifft es voll und ganz. Und dann der Text, aus dem du jetzt zitiert hast, wie erkenne ich Hate Speech, der trifft es wiederum nicht. Dann kommt ein Text Strategien und Typologisierung von Hate Groups von einer Bloggerin namens Jasmina. Den finde ich auch wieder ganz gut. Das sind, wie gesagt, Debattenbeiträge. Und mit dem einen stimme ich überein, mit dem anderen nicht. Und ich finde es auch wichtig, dass man mit solchen Texten an die Schüler herantritt und mit ihnen darüber diskutiert und sagt, was haltet ihr denn davon? So wie du jetzt das zur Debatte stellst und sagt, ich sehe das als Rassismus gegen Weiße, kann man diesen Text ja auch Schülern vorlegen und sagen, steht ihr dahinter, findet ihr das gut oder findet ihr es nicht gut? Das ist doch. Du denkst, dass die Nicht-Egal-Kampagne eine kritische Auseinandersetzung mit dem Material fördern würde und wollen würde? Definitiv, und das ist auch das, was wir bei den Workshops machen. Also wie gesagt, wir sind da gerade noch in der Vorbereitung der Workshops, aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist es, mit den Schülern darüber zu diskutieren, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und wie sehen die Schüler das? Ich hatte gerade neulich in einem anderen Kontext mit jungen Leuten zu tun bei einem Workshop und da habe ich denen ein paar YouTube-Videos vorgespielt, habe gesagt, findet ihr das okay, was der da sagt? Also es waren explizite Hassvideos, wenn man so will, und die Schüler waren alle ziemlich jung, waren unter 14 Jahren. Die haben gesagt, ja, finden wir okay, das ist in Ordnung. Und dann habe ich mit ihnen darüber diskutiert und habe meine Meinung dazu gesagt und am Schluss sind wir da rausgegangen und jeder hatte wahrscheinlich seine Meinung behalten und genau das finde ich wichtig. Und das soll auch sollen diese Workshops fördern, eine eigene Meinung, einen eigenen Standpunkt zu dem Thema und nicht ihnen zu sagen, also das ist Hass und das ist kein Hass. Weil gerade dieser Begriff Hate Speech ist so schwammig, ja, dass man schlecht da eine gute Definition machen kann. Und deswegen sehe ich diesen Text auch kritisch. Wie erkenne ich Hate Speech? Ja. Insofern bringst du ja, wenn du diesen Begriff ins Spiel bringst, und du kannst ja nicht abstreiten, dass Zensur zumindest ein Teil von dem ist, was die Nicht-Egal-Kampagne fördert. Wenn sie da sagt, es sollten Sachen häufiger gemeldet werden, weil wir nicht effizient genug die Sachen zensieren können sonst. Das, ja.
Also als Ultima Ratio zumindest. Und also dann bringen wir hier einen Begriff wie Hassrede hinein, der so unglaublich schwammig ist, der von jedem anders definiert werden kann. Denn ich meine, was genau ist denn überhaupt Hass? Ich meine, per Definition, wenn du den Duden fragst, ist Hass einfach nur eine starke Abneigung gegen etwas oder jemanden. Also wir dürfen also Sachen schon noch nicht mögen, aber nicht zu sehr. Jetzt irgendwie dürfte ich auch ISIS nicht zu sehr mögen? Gibt es eine Grenze, wie sehr ich ISIS ablehnen kann? Oder ist da alles erlaubt? Ich meine, es geht diesen Leuten dann eher darum, praktisch, welche Gruppen du ablehnst, weniger darum, wie stark die Ablehnung ist, sodass wir irgendeine Art von harter Hassdefinition hast, sondern welche Gruppen du ablehnen darfst. Und da haben sie ja schon, wie ich eben schon darauf hingewiesen habe, in der Broschüre klar festgelegt, beispielsweise Weiße, okay, klar, warum nicht? Wenn wir jetzt irgendwie über Randgruppen reden würden, über Flüchtlinge und so weiter, da wäre der Kaffee auf, wenn da irgendeine Art von Ablehnung kommt. Und da würden diese Leute, was mir definitiv, also das, dem kannst du ja nicht widersprechen, da würden sie definitiv auch als Ultima Ratio Zensur gutheißen. Würden sie vermutlich schon. Was mich da mal interessieren würde, wie ist denn deine Haltung? Was sagst du denn? Würdest du überhaupt keine Einschränkung machen in der Äußerung? Es soll alles erlaubt sein? Nee. Jegliche Form der Äußerung? Oder wo würdest du die Grenze ziehen? Ich würde sagen, du darfst nicht, man sollte nicht zur Gewalt aufrufen dürfen und man sollte niemandem Gewalt androhen dürfen. Das ist im Grunde genommen alles, was in irgendeiner Weise festgelegt sein sollte. Aber Gewaltandrohung ist natürlich dann auch eine Interpretationssache. Wenn du dann sagst, keine Ahnung, euch sollte man alle vergasen, ist es dann schon eine Androhung von Gewalt? Eigentlich ja nicht. Das ist ja nur eine Meinungsäußerung. Natürlich ist diese Grenze auch relativ verschwommen oder kann verschwommen werden. Aber sie ist nicht so vollkommen verschwommen wie dieser Begriff wie Hassrede. Ich denke, dass diese Begriffe in keiner Weise hilfreich sind, wenn wir darüber reden, irgendeine Art von Maßnahmen darauf fußen zu lassen. Weil damit gibst du, wie gesagt, den Leuten, die das für dich definieren, gibst du damit komplette Macht darüber, was man sagen darf und was nicht. Und das sind in eurem Fall die Leute von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Nochmal, die Amadeo-Antonio-Stiftung gibt nicht die Inhalte der Workshops vor und auch nicht die Inhalte der Kampagne. Die Amadeo-Antonio-Stiftung ist ein Partner, der sich übrigens im Nachgang auch nochmal distanziert hat von der Kampagne, als auf einmal kritisch darüber berichtet wurde. Dann hieß es auf einmal, naja, wir geben da ja nur unseren Namen her und ansonsten beteiligen wir uns nicht. Also da ist auch nicht ganz klar, welche Rolle da jetzt die Amadeo-Antonio-Stiftung spielt. Und ich kann nur sagen, für mich und für die Partner, mit denen ich bei den Workshops zusammenarbeite, spielt das keine Rolle, was da geäußert wird. Klar ist aber, die Nicht-Egal-Kampagne verweist auf die Broschüre der Amadeo-Antonio-Stiftung, sowohl in ihrem Material als auch auf Twitter, wenn sie darauf angesprochen wird, was genau denn ihre Definition von Hassrede wäre. Insofern, das ist ja das Herzstück der gesamten Kampagne. Wenn ihr eine Kampagne habt, die das Ziel hat, Hassrede zu stoppen, dann ist ja das Allerwichtigste, wie definiert ihr Hassrede? Und genau da verweist die Nicht-Egal-Kampagne auf die Amadeo-Antonio-Stiftung und auf die Broschüre Geh sterben. Ja, bei der Broschüre, bei der du dich jetzt auf einen Satz beziehst, den, wie gesagt, ich auch kritisch finde, aber den man auch so sehen kann, ehrlich gesagt. Ich beziehe mich nicht auf einen Satz. Was? Also, was findest du denn noch schwierig an der Broschüre? Ich finde schwierig, dass sie im Grunde genommen, sie weicht den Begriff derart auf, dass im Grunde genommen praktisch alles als Hassrede durchgehen könnte. Sie sagt sogar teilweise, es ist debattierbar, was Hassrede ist, aber sicher ist, wir müssen es bekämpfen, wir müssen es zensieren. Ich finde es schwierig, dass sie den Begriff Patriarchat, dass sie im Grunde genommen unkritisch radikal feministische Positionen übernehmen in dieser Broschüre und darauf ihre Hassrede-Definitionen stützen. Hast du da ein Zitat? Du hast ja das Ding auch durchgelesen. Du hast die Parts mit dem, wie gesagt, ich habe ein Zitat, ich habe jetzt die Seitenanzahl dafür jetzt nicht direkt parat, aber eine Sekunde. Weil zum Beispiel, wenn ich das Wort Patriarchat in der Suche eingebe, kann ich das nicht finden in der Broschüre. Okay, ich kann das zur Not nachliefern, der Beschreibung von dem Dings, von dem Video, wenn ich das nachher hochlade. Ich habe leider keine konkrete Seitenanzahl dafür, aber das kann ich dann nachher, brauche ich im Faktencheck danach darunter in der Beschreibung verlinken, denn ich bin mir zu 100% sicher, dass beispielsweise da die Rede von einem Patriarchat war in dem Heft. Aber wie gesagt, alleine, warum denkst du, dass diese Leute überhaupt
mit diesen Leuten überhaupt sich damit abgeben, mit einem Heftchen von dieser Stiftung, die angeführt wird von einer rassistischen Stasi-Denunziantin. Nochmal kurz ein Satz zu Annetta Kahane, also weil du hast ja in der Einleitung auch was dazu gesagt. Für mich ist, das habe ich auch im Nachgang dann gesagt, ich wusste ja gar nicht, dass die Amadeo-Antonio-Stiftung dabei ist und habe das dann erst erfahren, als die Kampagne gestartet ist. Und für mich wäre ganz ehrlich gesagt, das ein Grund gewesen, nicht an der Kampagne teilzunehmen, hätte ich das im Vorfeld gewusst. Sage ich ganz ehrlich, nicht, weil ich was gegen die Amadeo-Antonio-Stiftung an sich habe. Die macht eine wichtige Arbeit zu einem großen Teil und ist auch hat eine gesellschaftliche Relevanz. Ich finde aber tatsächlich die Person Annetta Kahane schwierig. Sie hat eine Stasi-Vergangenheit, das hast du richtig gesagt. Sie war 8 Jahre bei der Stasi, mit 19 hat sie angefangen, 27 Jahre alt war sie, als sie dann aufgehört hat. Dann hat sie sich ja quasi einmal komplett gedreht, war am Schluss im Neuen Forum gesessen und hat quasi den demokratischen Aufbruch der DDR dann mit angeleitet. Sie mag auch heute anders denken, als sie damals gedacht hat. Und man kann sagen, mit 19, yo, das ist jugendlicher Leichtsinn gewesen, kann man sagen. Aber jemand, der 8 Jahre lang für eine menschenverachtende Behörde gearbeitet hat und wenn es nur als IM war, der, was heißt nur, also nicht direkt dort angestellt, sondern aber im Auftrag gearbeitet hat, der sollte meines Erachtens nie wieder eine leitende Funktion einnehmen. Das ist meine Meinung. Schwierig finde ich ehrlich gesagt deinen Vorwurf dessen, dass sie jemanden in den Selbstmord getrieben hat. Die Denunziation hat 1976 stattgefunden, 1980 hat sich Klaus Brasch umgebracht und man vermutet heute, dass es vor allem im Zusammenhang mit seinem Vater stand. Sein Vater war stellvertretender Kulturminister der DDR, Horst Brasch, und der hat in dieser Zeit tatsächlich seinen eigenen Sohn ans Messer geliefert. Und das muss man sich mal vorstellen, wenn der eigene Vater den Bruder quasi der Stasi ausgeliefert hat, was das mit jemandem macht. Ich glaube, das ist noch viel schlimmer, als von jemandem denunziert zu werden, zumal die Denunziation vergleichsweise harmlos war. Ja, sie hat gesagt, zu den Feinden der DDR gehören in erster Linie Klaus Brasch und Thomas Brasch. Also da hat die Stasi auch nicht viel drauf gegeben, weil die das eh schon wusste, dass sie kritisch dem System gegenüberstehen. Was ich damit sagen will, man muss aufpassen mit solchen Vorwürfen wie, sie ist verantwortlich für den Selbstmord. Einfach, weil man das nicht weiß. Auf der anderen Seite will ich aber damit auch sagen, ich habe eine Schwierigkeit mit der Leitung der Stiftung. Und deswegen sehe ich es durchaus auch kritisch, dass die Stiftung bei so einer speziellen Aktion jetzt dabei ist. Was aber nicht heißt, dass ich generell die Arbeit der Stiftung verurteile. Das mache ich definitiv nicht. Okay, du hast am Anfang gesagt, das wäre für dich ein Grund gewesen, nicht an dieser gesamten Aktion teilzunehmen. Warum ist es kein Grund für dich, auszusteigen? Klar, dass die Frage kommt. Für mich ist einfach die Kampagne sehr wichtig mit dem Ziel, wie ich es auch vorhin gesagt habe, wie ich das verstanden habe, dass man darauf aufmerksam machen soll, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen, sinnvoll miteinander zu diskutieren, ohne Beleidigung, auf einer Ebene, die menschlich ist und die einfach vernünftig ist. So verstehe ich die Kampagne und deswegen stehe ich nach wie vor hinter der Idee dieser Kampagne, auch wenn ich nicht mit allen Trägern einverstanden bin. Da ist auch das Familienministerium als Schirmherrin dabei, ja, mit Manuela Schwesig. Da bin ich auch nicht mit allem einverstanden, was sie politisch macht. Aber deswegen zu sagen, ich bin raus aus der Kampagne, hätte ich für falsch gefunden. Weil, wie gesagt, die Idee finde ich wichtig, die grundsätzliche. Und ich finde es auch wichtig, mich gegen Hass zu engagieren und für Toleranz einzusetzen. Ich habe mit einigen anderen YouTubern zusammen schon zweimal die Aktion YouTuber gegen Hass gemacht. Die ist von keiner Institution und von niemandem unterstützt worden. Die haben wir ganz bewusst eigenständig gemacht, ist aus der Community heraus entstanden und hatte auch das Ziel, für Toleranz zu werben. Wir haben verschiedene Videos rund um das Thema Toleranz gemacht. Einfach, weil mir das wichtig ist und weil mir schlecht wird, wenn ich bestimmte Kommentare durchlese, nicht unbedingt unter meinen Videos, sondern generell, egal worum es geht. Bestes Beispiel ist, die Kollegen von den Heute-Nachrichten haben auf ihrer Facebook-Seite vor einiger Zeit was gemacht über das Grab von Tutanchamun, das jetzt wohl entdeckt wurde und man will da eventuell rein und gucken, also spannende wissenschaftliche Geschichte. Und was da dann drunter stand von, weiß ich nicht, lass dem doch seine Ruhe, ihr Vollpfosten, das ist noch harmlos, bis hin zu irgendwelchen Verschwörungstheorien,
ehrlich gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welche Richtung die gingen, aber fand nur Hass statt unter diesem, also nur Böses, nur Beleidigungen unter so einem eigentlich spannenden Text und spannenden Video. Und ich frage mich, muss das sein? Also ich weiß nicht, willst du das Internet so haben, dass einfach nur Leute sich gegenseitig beleidigen? Das macht doch keinen Spaß, oder? Also welchen Preis willst du zahlen, um es nicht zu haben? Willst du den Preis zahlen, dass de facto eine Stiftung wie die Amadeo Antonio Stiftung festlegen kann, was du sagen kannst und was du nicht sagen kannst? Nee, und das macht sie ja auch nicht. Also wie sollte die Amadeo Stiftung... Ja, aber in welcher Form denn? Ja, in der Form, dass sie... die Amadeo Antonio Stiftung stellt euch die Quelle für eure Definition von Hassrede. Für meine Definition nicht. Und es ist ja auch nicht so, dass ich... Ja, aber für die du predigst. Für die der Kampagne, der du angehörst. Für die du in die Schulen tragen wirst, in diesem Unterrichtsmaterial. Es sei denn, die werden jetzt plötzlich... wieder. Ja, du kennst das Unterrichtsmaterial noch nicht. Aber das war in dem bisherigen Unterrichtsmaterial drin. Und ich habe keinen Grund zu denken, dass es in dem jetzt kommenden nicht drin sein wird. Ja, bisher gab es ja noch gar keine Workshops. Deswegen ist da bisher auch noch nichts stattgefunden. Aber das klingt jetzt so, als wäre ich... Unterrichtsmaterial zu den Sachen. Und das bezieht sich in großen Teilen auf die Amadeo Antonio Stiftung und auf das Geh-Sterben-Pamphlet. Ja, aber das klingt jetzt so, als wäre ich jetzt Angehöriger einer Organisation, deren Leitlinien ich mich unterworfen habe. Das ist definitiv nicht der Fall. Ich habe nichts unterschrieben. Ich habe nirgendwo gesagt, dass ich mich an bestimmten Kodex oder bestimmte Richtlinien halte, sondern ich habe einfach gesagt, ich unterstütze diese Aktion. Und ich gebe diese Workshops. Und auch dafür gibt es keine Vereinbarungen, keine Sprachregelungen, gar nichts. Und wenn ich diese Workshops geben werde, dann werde ich auch durchaus kritisch mit diesem Material umgehen, weil das ist das Wichtigste, was ich auch jeden Tag bei meiner Arbeit als Journalist mache, Quellenkritik. Und den Leuten sagen, glaubt nicht alles, was da steht und hinterfragt das. Und das ist für mich das Wichtige. Und ich kenne die Leute, die hinter den Workshops stecken, einfach weil ich auch mit ihnen zusammenarbeite und ich weiß, dass sie das genauso sehen und dass die nicht einfach eine Broschüre als die Bibel hinstellen, nach der sich alles richtet. Und so wird es definitiv. Ja, ich meine, es gibt auch irgendwie, man kann auch Sachen unterstützen, die man niemals unterstützen sollte, ohne sie als die Bibel hinzustellen. Es gibt Sachen, auf die du dich nicht berufen solltest. Du könntest auch sagen, wie, okay, wir haben hier aus Mein Kampf, haben wir die schönen Passagen über irgendwie Zusammenhalt und Bruderschaft genommen. Den ganzen mit Killt die Juden, das haben wir rausgelassen. Aber hier, das ist eine schöne Passage. Das sagt doch etwas über die Leute, die de facto Mein Kampf als Grundlage für irgendetwas da in ihrem... in was auch immer sie machen, aussuchen. In dem Fall in diesem Unterrichtsmaterial. Du wirst doch schon sagen, dass ein Problem dort existieren würde, wenn du Passagen aus Mein Kampf beispielsweise einbauen würdest, in Unterrichtsmaterial zu, keine Ahnung, in Philosophie. Aber du nimmst nur nette Passagen. In den Passagen steht absolut gar nichts, was in irgendeiner Weise anstößig wäre, was rassistisch wäre, antisemitisch und so weiter. Das wäre immer noch ein Problem, richtig? Ja, na klar. Ich finde aber den Vergleich von Mein Kampf mit der Broschüre der Amadeo-Antonio-Stiftung ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Ja, ja, klar. Ich nenne ein extremes Beispiel, aber das ist exakt das, was ich meine damit. Wir können nicht irgendwie sagen, okay, nur Teile unserer Quellen für unseren Hassredebegriff sind rassistisch, aber die sind gar nicht in meinem Unterrichtsmaterial drin. Ah, dann ist ja gut. Ja, das mag so sein, aber wie gesagt, diese Amadeo-Antonio-Stiftung-Broschüre, die wird nicht am Anfang der Stunde quasi ausgeteilt und den Leuten wird gesagt, so und das, was da drin steht, so ist es. Also wenn, dann wird die überhaupt eine untergeordnete Rolle spielen. Und nochmal, ich finde diese Broschüre an sich nicht schlimm und das ist eine Broschüre, die als Debattenbeitrag gedacht ist, die auch immer mit Namennennung der einzelnen Autoren daherkommt. Und die von Leuten, wo Texte von Leuten drin sind, wie Thorsten Beek von Spiegel Online, von Dorothee Scholz, Diplompsychologin, das sind alles renommierte Leute, die da gute Dinge schreiben und Dinge, bei denen ich sagen kann, jo, das kann ich auch unterstützen. Ja, zusätzlich wurden auch noch von den Leuten, die entschieden haben, was da reinkommt, rassistische Aussagen da rein übernommen. Du sagst, es ist rassistisch. Also wenn man du beschreibst, dass es rassistisch ist, zu sagen, dass Hass gegen Weiße toleriert werden soll. Da steht nicht, dass es toleriert werden soll. Doch, da doch. Steht. Das ist nicht de facto das, wo diese Leute gegen sind, ist Hassrede. Und sie sagen, Hass gegenüber Weißen ist keine Hassrede. Nein, da steht, genau, fällt nicht unter Hate Speech. Genau. Es heißt aber immer noch, also bedeutet ja nicht, ist nicht strafbar.
Also in diesem Text wird explizit definiert, was Hate Speech ist. Und wir haben ja vorhin gesagt, Hate Speech ist ein schwammiger Begriff. Und in diesem Text definiert jemand für sich, was er unter Hate Speech versteht, als Debattenbeitrag. Und dieserjenige sagt, für ihn fällt das nicht unter Hate Speech. Jemand anders sagt vielleicht, für mich fällt das unter Hate Speech. Die Begründung ist ja durchaus nachvollziehbar. Nochmal, Rassismus gegen Weiße zum Beispiel kann situativ stattfinden. Also, und da hast du den Punkt, kann situativ stattfinden. Das heißt, hat hier doch keine gesellschaftlichen Dimensionen. Genau, genau. Das heißt aber, es gibt eine Aussage über Weiße nicht unter Hate Speech. Das genau. Das heißt im Grunde genommen, wir stellen uns nur gegen abwertende Aussagen gegen Leute anderer Hautfarben. Gegen abwertende Aussagen gegen Weiße werden wir nichts unternehmen wegen ihrer Hautfarbe. Nein. Nochmal, hier wird definiert, was Hate Speech ist. Ja, und würdest du mir zustimmen, dass Hate Speech das ist, was im Grunde genommen damit attackiert werden soll? Hate Speech ist das, wo wir uns gegenstellen sollen? Würde ich nur bedingt zustimmen. Nochmal, es steht ja hier, Rassismus gegen Weiße kann situativ stattfinden. Und damit ist seine Aussage widerlegt, dass hier drin steht, Rassismus gegen Weiße soll toleriert werden oder gibt's nicht. Nein, oder das, so. Das habe ich nie gesagt. Ich habe nur gesagt, dass Rassismus gegen Weiße, Hass gegen Weiße hier nicht als Hass definiert ist, nicht als Hassrede definiert ist, insofern toleriert wird. Toleriert wird von dem Autoren dieses Textes, ja, aber ja, wie gesagt. Und das wird übernommen von den Leuten, die de facto dafür verantwortlich waren, diese Sachen zusammenzustellen. Das wird zumindest als eine, im mindesten Maße muss man sagen, es wird übernommen als ein interessanter Gedanke, den wir uns mal zu Gemüte führen können. Aber es ist einfach nur purer Rassismus. Siehst du so, wie gesagt, ich sehe es natürlich auch so, egal welche Bevölkerungsgruppe beleidigt wird oder gegen welche Bevölkerungsgruppe Hass ausgesprochen wird, es ist dann immer Rassismus. Ob das jetzt die Mehrheitsbevölkerung ist oder eine Minderheit, ist völlig egal. Ja, wenn ich mich als wenn ich schwarz wäre und sagen würde, alle Weißen gehören ins KZ und zwar sofort, dann ist das natürlich, selbst wenn ich diesen Satz in Deutschland spreche, Rassismus. Das ist ja eindeutig, ganz klar. Also egal gegen welche Bevölkerungsgruppe Hass ausgesprochen wird, es ist Rassismus. Und man könnte sagen, dass wenn man im Grunde genommen Hass legitimiert, Hass dazu aufruft, Hass zu tolerieren in Bezug auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, eine ethnische Bevölkerungsgruppe, man könnte das doch definitiv als Rassismus definieren, oder nicht? Ja, kann man. Wenn man diesen schwammigen Begriff Hate Speech definieren will, dann könnte man sagen, gut, zumindest, es hat ja dann nichts mit Rassismus oder mit der rechtlichen Definition von Volksverhetzung zu tun, sondern hier geht's rein damit, was ist mit Hate Speech gemeint. Und dieser Autor sagt eben, für mich ist Rassismus gegen Weiße kein Hate Speech. Er sagt aber nicht, für mich ist Rassismus gegen Weiße nicht strafbar. Das steht da nicht drin in dem Text. Das ist deine Interpretation. Das habe ich auch nie gesagt. Nein, genau. Das war nicht meine Interpretation. Das war alles, was ich gesagt habe. Es wird de facto gesagt, dass Hass gegen Weiße zu tolerieren ist. Dass Hass gegen Weiße nicht unter ihren Begriff von Hate Speech passt, fällt und insofern nicht attackiert werden sollte. Das ist das, was hiermit gesagt ist. Ich finde schon, dass es Interpretationssache ist. Man kann es ja trotzdem nicht tolerieren. Es ist dann vielleicht nicht unter die Definition von Hate Speech gefallen, aber dass man es trotzdem nicht tolerieren muss, ist damit ja nicht gesagt. Und nochmal, es ist ein Text einer Person, die das als ihre Meinung so äußert. Und er wurde übernommen von den Leuten, die für das gesamte Heftchen verantwortlich sind. Wenn du dir die Texte in dieser Broschüre durchliest, dann wirst du an vielen Stellen merken, dass sie sich widersprechen. Dass der eine Autor es anders sieht als der andere. Und allein daran sieht man schon, dass es hier keine klare vorgegebene Linie gibt, sondern dass es verschiedene Beiträge sind. Den Beitrag, den du meintest mit dem Patriarchat, wie gesagt, der Begriff fällt dort meines Erachtens nicht. Ich habe aber auch nur gesucht und habe den jetzt dabei nicht gefunden. Genau, aber du meinst vermutlich den von Jasna Strick, die Feministin ist und aus ihrer eigenen Erfahrung berichtet. Die hat vermutlich eine ganz andere Einstellung als Anatol Stefanovic, der eine andere Meinung vertritt in seinem Text, in dem er fragt, was ist überhaupt Hate Speech. Also das ist ein Heftchen mit verschiedenen Texten, die jetzt nicht unbedingt in eine Richtung gehen. Aber wie gesagt, ich,
ich verteidige es die ganze Zeit, dieses Heftchen, das ich nicht mehr selber geschrieben habe, an dem ich selber überhaupt nicht beteiligt war und das für mich auch bei den Workshops und bei der ganzen Kampagne einfach keine Relevanz hat. Und wenn du sagst, es wird bei den Materialien darauf hingewiesen, so nicht egal, dann kann ich ja sagen, da gibt es auch noch ganz andere Materialien, auf die hingewiesen wird, die zum Teil konträr stehen zu dem, was in dieser Broschüre steht. Und deswegen würde ich mich jetzt nicht an einer Broschüre festklammern und sagen, die ganze Kampagne ist deshalb eine Denunzianten-Verleumdungs-was-auch-immer-Kampagne. Der Punkt ist, darauf weist die Kampagne hin, wenn sie gefragt wird danach, was genau deren Definition von Hate Speech ist. Also was genau deren Definition davon ist, was sie da attackieren will und ja, auch zensieren will im Endeffekt. Wann genau hat die Kampagne oder wer von der Kampagne hat in dem Kontext auf die Broschüre hingewiesen? Auf Twitter haben sie es einige gemacht, also wer von der Kampagne, keine Ahnung, das ist einfach nur, das ist nur nicht legal, das ist deren Account. Aber hier haben wir, wie gesagt, die Definition in dem herausgegebenen Unterrichtsmaterial stützt sich de facto auf die auf dieses Heftchen. Aber ich denke eigentlich auch, dass wir uns schon ziemlich lange mit diesem Heftchen aufhalten. Ja, im Grunde genommen, ich verstehe immer noch nicht wirklich, wie du bestreiten kannst, dass es bei der Geschichte um Zensur geht, während sie sagt, während die Projektleiterin selber sagt, dass es darum geht, dass die Leute zu selten Sachen melden und du sagst, ja, zur Überprüfung, ja, damit dann gegebenenfalls was genau passieren könnte, ja, dass gelöscht wird, dass zensiert wird. Oder eben nicht. Also, oder eben nicht, genau, aber definitiv Zensur ist definitiv ein Teil davon, dass würde ich ja auf keinen Fall bestreiten. Zensur ist so ein Wort, das ist natürlich sofort negativ behaftet. Und ich finde nicht, dass Zensur das richtige Wort ist, was das Ganze beschreibt. Ich würde das eher weiterfassen und würde sagen, es geht darum, auf ein gesellschaftliches Problem aufmerksam zu machen erstmal. Und so verstehe ich nicht egal und so habe ich auch meinen Beitrag dazu formuliert, indem ich zum Beispiel dieses Video gemacht habe zu den Schulworkshops. Und dazu kann ich auch sagen, meinen Kanal gibt es seit 4,5 Jahren. Ich habe, weiß ich nicht, glaube 450 Videos hochgeladen, habe rund, ich weiß es nicht, keine Ahnung, 1,5 Millionen bis 2 Millionen Kommentare bekommen und habe davon bisher ungefähr 25 Kommentare gelöscht, von weit mehr als 1 Million Kommentare. Daran kannst du schon mal sehen, wie weit ich diesen Begriff der Meinungsfreiheit selbst fasse und wie wichtig mir Meinungsfreiheit ist. Und deswegen kannst du dir sicher sein, ich würde niemals eine Kampagne unterstützen, die es fördert, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Und natürlich habe ich vorher mich sehr intensiv mit den Leuten unterhalten und gefragt, was ist euer Ziel, wo wollt ihr hin? Und das Ziel, das immer klar formuliert wurde, ist, wir wollen einen besseren Umgang untereinander fördern. Es ist nie der Satz gefallen, wir wollen fördern, dass Leute andere zensieren. Und du gibst jetzt das Ergebnis, das sie sich wünschen, an, aber mir geht es darum, welche Mittel sie einsetzen wollen, um dieses Ergebnis zu erreichen. Naja, ich meine, zuerst offen ausgesprochen von der Projektleiterin Zensur. Dazu gehört, dass man bestimmte Dinge meldet. Aber was ist denn so schlimm daran? Damit dann was passieren würde? Ja, damit das geprüft wird, wie gesagt. Und damit dann gegebenenfalls was passieren würde danach? Ja, damit, wenn es gegen die Richtlinien verstößt, die YouTube vorgibt und denen du dich auch quasi unterworfen hast, wenn es dagegen verstößt. Alles könnte, also im Grunde genommen, dass sie löschen können, was sie wollen, was du selber zugegeben hast? Ja, unter Umständen schon, dass es dann gelöscht wird. Das ist klar und dem muss man sich bewusst sein, wenn man Videos bei YouTube hochlädt, dass man auch sich deren Definition von dem, was Hass ist und was nicht, unterwirft und dass man das akzeptiert, was sie vorgeben. Das kann man gut finden. Was sie vorgeben, man nicht. Hast du ja selber gerade mit mir zusammen am Anfang von dieser Konversation im Grunde genommen definiert als was auch immer sie nicht mögen, weil diese Definition, die sie da vorgeben, für also diese Richtlinien de facto auf alles anwendbar wären, auch auf deine Videos. Nee, das würde ich nicht so sehen. Und du hast übrigens immer die Möglichkeit, wenn Inhalte von dir gesperrt, gelöscht wurden, dagegen Einspruch einzulegen. Das habe ich mehrfach gemacht und es hat jedes Mal was gebracht und meine Videos waren wieder da und das war alles kein Problem. Hast du denn jemals Einspruch eingelegt? Bei jedem einzelnen Video, das gelöscht wurde von mir. Alle blieben gelöscht. Auch die über dich, die nach deiner eigenen Definition de facto nicht unter Hassrede, de facto
von der Meinungsfreiheit gedeckt sein sollten. Insofern unterstützt du da eine Kampagne, die de facto sich dafür ausspricht, dass solche Löschungen, genau die Löschungen, gegen die du selber bist, häufiger stattfinden sollten. Dass Leute sie Sachen melden, wie meine Sachen zum Beispiel, die dann überprüft werden. Und was bei diesen Überprüfungen herauskommt, haben wir ja gesehen, beispielsweise im Fall von meinen Sachen. Ja, weil man bei deinen Sachen vielleicht ganz objektiv, ja, wenn man uns beide mal rauslässt, die wir Meinungsfreiheit sehr weit auslegen, ganz objektiv sagen kann, das geht gar nicht. Mich haben viele Leute angesprochen auf deine Videos und haben gesagt, wie kannst du sowas tolerieren? Und das waren Leute, die auch sehr für Meinungsfreiheit sind, aber die gesagt haben, da ist ein Punkt erreicht, der ist nicht okay. Und das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich meine, wenn du über mich sagst, ich hätte ein Dildo im Gedärm, das ist natürlich eine Sache, könnte man gleich mal sagen, das ist eine Volksverhetzung, weil gegen Schwule, beleidigst damit, könnte man sagen. Ja, wie gesagt, ich sage es nicht, ich habe das so akzeptiert. Aber um dir nur zu zeigen, dass durchaus deine Videos jenseits jeglicher Kritik sind. Ja, natürlich nicht jenseits von Kritik, aber du hast ja selber schon gesagt, sie sollten jenseits von Zensur sein. Und jemand, der sagt, ja, ich bin ja für Meinungsfreiheit, aber, okay, stopp, du bist nicht für Meinungsfreiheit. Es ist, jedes Aber danach ist de facto die Aussage, nein, ich will nach bestimmten Kriterien Meinungen zensieren lassen. Ja, aber so jemand bin ich auch, ganz ehrlich. Du doch auch. Du hast gesagt, sobald zu Gewalt aufgerufen wird, ist es für dich keine Meinungsfreiheit mehr. Also würdest du den Satz auch so weiterführen. Du würdest sagen, ich bin für Meinungsfreiheit, aber wenn gegen zu Gewalt aufgerufen wird, bin ich nicht mehr für Meinungsfreiheit. Oder ist es für mich keine Meinungsfreiheit mehr? Ja gut, aber du hast ja selber, wie gesagt, nach deiner eigenen Definition fallen die Sachen, die ich hochgeladen habe, unter die Meinungsfreiheit. YouTube sieht das anders. YouTube löscht diese Sachen. Du unterstützt eine Kampagne, um das mal ganz simpel zu formulieren, die von der Projektleiterin als Zielsetzung ausgegeben hat, dass mehr Sachen gemeldet werden, mehr Sachen gelöscht werden. Und unter diese Sachen fallen ja offenbar auch die Sachen, die ich mache. Und da bist du eigentlich dagegen. Insofern macht diese Position für mich insgesamt einfach keinen Sinn. Naja, weil ich die Kampagne anders interpretiere und anders verstehe. Und auch das ist ein Zeichen von Demokratie, finde ich. Ich interpretiere die Kampagne so, andere sagen, gehen da ein Stückchen weiter. Jo, was soll's? Aber ich stehe trotzdem hinter dem Grundgedanken, dass uns Hass im Netz nicht egal sein sollte. Und das ist ja eigentlich, das ist eben die Idee dahinter. Und übrigens, um nochmal auf deine Videos zurückzukommen, was die Inhalte angeht, kann ja dein Video zum Beispiel noch in Ordnung sein, aber es kann Dinge bewirken, die dann eben nicht mehr in Ordnung sind, wie zum Beispiel, dass ich Morddrohungen von deinen Zuschauern bekomme. Und das ist mehrfach passiert. Und diese Morddrohung hätte es nicht gegeben, wenn es dein Video nicht gegeben hätte. Ja, und ich bin nicht verantwortlich für das, was irgendwelche Leute machen, die mich gucken. Bist du indirekt schon, weil du als Kanalbetreiber nach deutschem Recht dafür verantwortlich bist, was die Leute in deinen Kommentaren schreiben. Und natürlich könnte, ich weiß, wie vermessen dieser historische Vergleich ist, aber du hast vorhin ja auch meinen Kampf als Beispiel angeführt. Natürlich könnte Hitler sagen, ich bin nicht verantwortlich für das, was in den KZs passiert ist. Ich habe nie den Befehl gegeben. Aber er hat. Dieser Vergleich hinkt in der Tat. Ja, natürlich. Mir ist nur gerade kein passenderer eingefallen. Nee, genau, pass auf, besserer Vergleich, der auch nicht auf historisch heiklem Terrain unterwegs ist. Wenn ein Politiker, ein rechtspopulistischer Politiker, ständig gegen Flüchtlinge hetzt oder gegen andere Minderheiten und dann werden in dem Ort, in dem er lebt und in dem er seine Reden hält, zwei Flüchtlingsheime angezündet und es kommen Menschen dabei ums Leben, dann kann er natürlich sagen, ich habe nie gesagt, zünde diese Flüchtlingsheime an. Aber er hat ein Klima erzeugt, in dem ein gewisser Aktionismus ausgelöst wurde. Und der wäre nicht ausgelöst worden unter Umständen, wenn er bestimmte Aussagen nicht gemacht hätte. Ja, gut, die Frage an der Stelle ist, wie definierst du dann gegen Flüchtlinge hetzen? Man könnte reine faktenbasierte Aussagen machen, wie, keine Ahnung, nach Pew Research sind in Irak, von wo wir Flüchtlinge aufnehmen, 91% der Leute da wollen unter der Scharia leben. Also sind 91% der Flüchtlinge, die wir aus dem Irak aufnehmen. Wenn man nach Pew Research geht, einer der anerkanntesten Forschungsunternehmen der Welt, wären dann 91% der Leute, die wir von da aufnehmen, vollkommen wahnsinnige religiöse Fanatiker und Barbaren. Ist das Hetzen oder geht das noch?
wenn das auf Fakten basiert, was ich jetzt in dem Moment nicht prüfen kann, dann ist das kein Hetzen. Was aber Hetzen ist, und da gibt es ja diverse rechtspopulistische Politiker, die das gemacht haben, ist Halbwahrheiten oder Unwahrheiten zu verbreiten. Zum Beispiel hier in der Stadt sind 3 Flüchtlinge unterwegs, die haben schon 10 Frauen vergewaltigt, wo sich dann später herausgestellt hat, das ist einfach komplett erfunden gewesen. Aber man hat damit in dem Moment die Leute aufgestachelt, die ich glaube, die Panorama, das Politmagazin Panorama hat das mal entlarvt, in einem ganz speziellen Fall. Und das ist dann schon nochmal was anderes, wenn mit Fakten gearbeitet wird, sofern sie nicht einseitig sind, dann ist es was anderes. Aber wenn mit Halbwahrheiten gearbeitet wird, dann mag das so sein. Wenn wir zurückkommen zu dem, wie gesagt, zu den Sachen mit den Hasskommentaren, sobald ich davon erfahren habe, weil ich dachte, ich hatte mir erst nicht gedacht, dass diese Leute so weit gehen würden, habe ich, was du vielleicht gesehen hast, ein Video auf meinem Hauptkanal hochgeladen, wo ich gesagt habe, Leute, keine Morddrohungen, da ist die Grenze. Insofern, ja. Ja, sehr gut und sehr ehrenwert, dass du es gemacht hast. Und das ist ja auch richtig so. Ich wollte damit vorhin nur sagen, dass eben bestimmte Videos, auch wenn der Inhalt vielleicht noch tolerierbar ist, dann in Bezug auf andere Wirkungen eben nicht mehr nach YouTube-Richtlinien tolerierbar sind. Die haben ja noch andere Punkte, wie zum Beispiel Drohungen und alles Mögliche, nämlich wenn es dann um die Auswirkungen des Videos geht. Das wollte ich damit sagen. Manchmal geht es nicht nur um den Inhalt, sondern auch das, was ein Video bewirken kann. Deswegen, das ist natürlich, wie gesagt, wer wäre in der Lage, so eine Weitsicht zu haben, dass er de facto die Entscheidung treffen könnte, welche Aussage, welche Konsequenzen in der Zukunft haben würden. Es ist, man gibt damit praktisch damit dann einer Einzelperson oder einer Organisation so viel Macht, wenn man ihr die Entscheidungsgewalt darüber gibt, über so eine Sache, die im Grunde genommen im Vorhinein überhaupt nicht entschieden werden kann, überhaupt nicht vorausgesehen werden kann. Ja gut, unter Umständen schon, aber ich denke, wir drehen uns auch gerade ein bisschen im Kreis bei dem ganzen Thema. Also ich habe deinen Punkt verstanden, ich weiß, worum es dir geht und ich denke auch mal, du hast verstanden, worum es mir geht. Du sagst, ich unterstütze eine Kampagne, die zu dem Gegenteil dessen aufruft, was eigentlich meine Einstellung ist. Genau, und ich sage, für mich ist die Kampagne was anderes als das, was vielleicht bestimmte Leute sagen, die auch bei dieser Kampagne dabei sind. Aber die Kampagne wird ja von vielen verschiedenen Leuten getragen, mit vielen verschiedenen Ansichten. Und für mich ist es doch auch ein Zeichen von Demokratie. Es wäre doch schlimm, wenn alle sagen, so, ich bin jetzt unter diesem Dach dabei und deswegen ordne ich mich dem Grundgedanken unter. Das wäre doch schlimm. Okay. Also ich finde es gut. Aber du sagst ja im Grunde genommen, deine Prinzipien widersprechen den ausgegebenen Zielen der Kampagne, wie ausgegeben von der Projektleiterin der Kampagne. In Bezug darauf, dass sie sagt, Löschen allein hilft nichts, wir müssen neue Umgangsformen finden. Das hast du vorhin selber auch zitiert. Ja, klar, in dem Sinne nicht, aber in Bezug darauf, dass sie sagt, wir müssen mehr melden, also im Umkehrschluss, es muss mehr zensiert werden auf YouTube. Es müssen, wie gesagt, denn was die Folge daraus wäre, da sind wir uns ja einig, dass Content wie der meine, der auch, wie gesagt, wo das Löschen von dem im Grunde genommen deinen Prinzipien widerspricht, dass der häufiger gelöscht werden würde. Im Grunde genommen, du widersprichst ihr in der Auslegung der Zielsetzung der Kampagne. In diesem Punkt, ich finde es nicht falsch, die Leute dazu aufzurufen, sensibel mit Inhalten umzugehen und zu sagen, wenn euch was auffällt, dann meldet das, weil YouTube allein kann es ja nicht durch alles überblicken. Man braucht da die Schwarmintelligenz. Das unterstütze ich. Was ich nicht unterstütze, ist dann die Folge. Nämlich die, was ich vorhin auch sagte, dass es bei YouTube einfach keine Menschen gibt, die dann die Sachen prüfen, sondern eher ein Algorithmus, der rigoros vermutlich inzwischen vorgeht und das meiste löscht. Das ist das Einzige, was ich dabei nicht unterstütze. Aber ich unterstütze, dazu aufzurufen, zu sagen, hey, wenn euch was Problematisches auffällt, sagt uns Bescheid, damit wir es prüfen. Und ich unterstütze zu sagen, löschen allein hilft nichts, wir müssen eine neue Debattenkultur finden. Der Fehler liegt im System und tatsächlich, damit meine ich auch das System, nämlich den YouTube-Algorithmus, der
kein Mensch ist und nicht prüfen kann, ob jetzt was gegen die Community-Richtlinien verstößt oder okay, nicht. Ja gut, das so wie zu sagen, irgendwie, ich unterstütze es, dass keine Ahnung, unter der Stasi Leute der Regierung de facto mitteilen, wenn irgendwelche Leute da Äußerungen machen, die sie für eigenartig halten. Aber ich unterstütze nicht, was die Stasi daraufhin macht. Ich denke, der Fehler liegt im System der Stasi. Das ist jetzt auch ein ziemlich weit hergeholter Vergleich. Es ist ein technischer Vergleich. Ich rede nicht praktisch über die Ausmaße von den Konsequenzen davon. Ich rede einfach nur über technisch gesehen, ist das, was du sagst damit. Du unterstützt, dass Sachen die, einem bestimmten System gemeldet werden. Du unterstützt aber nicht das, was das System daraufhin macht. Was wäre denn dein Vorschlag gegen Hass? Du hast ja gesagt, Gewaltaufrufe findest du nicht gut. Was wäre dein Vorschlag, um solche Sachen bei YouTube zu verhindern? Gewaltaufrufe kann man gern zensieren, ebenso Androhungen von Gewalt. Genau, aber wie soll denn YouTube darauf aufmerksam werden, wenn es kein Meldesystem gibt? Ja, wie gesagt, dann sollte man klar sagen, nicht irgendwie Sachen zu melden, die einem eigenartig vorkommen, sondern eine klare Grenze ziehen. Wenn ihr seht, jemand sagt, yo, tötet diese Leute, tut diesen Leuten Gewalt an, oder wenn jemanden bedroht, sagt, hör auf, diese Videos zu machen, sonst tue ich dir Gewalt an, dann meldet das. Aber nicht, genau. Meldet einfach praktisch vage, wenn ihr etwas komisch findet, dann meldet es. Naja, das ist auf Spiegel Online auch ein indirektes Zitat. Da steht noch immer, melde nur ein kleiner Teil der Nutzer problematische Inhalte auf YouTube. Keiner weiß, ob sie es wirklich so, ob sie gesagt hat, problematische Inhalte oder ob sie es konkreter gemacht hat. Aber im Prinzip siehst du es ja genauso, dass man Inhalte, die man für nicht okay erachtet, melden sollte. Ja, gut. Hast ja selber auch gesagt und insofern stimmst du damit ja auch mit ihr überein, dass es so eine Möglichkeit geben sollte und dass mehr Nutzer sowas nutzen sollten. Also da sehe ich jetzt irgendwie nicht den Widerspruch. Ja, wie gesagt, du stimmst mir darin überein, was das System dann machen würde, dass es Fehler im System gibt. Aber dennoch sagst du, dass das System, dass man dem System helfen sollte aus Prinzip, diese Sachen dann durchzuführen, die deinen eigenen Prinzipien widersprechen. Naja, die meinen Prinzipien widersprechen, würde ich jetzt so nicht sagen. Das macht das System dann da draus. Aber nochmal, wenn jetzt aber jetzt mal angenommen, du findest, das ist ein Aufruf zu Gewalt und meldest ihn. In Wirklichkeit ist es aber gar kein Aufruf zu Gewalt, du interpretierst es nur so. Dann machst du ja das Gleiche und das widerspricht dann unter Umständen auch deinen Prinzipien, wenn YouTube dagegen vorgeht und sich später rausstellt, das war kein Aufruf zu Gewalt. Also ich sehe da wirklich das Problem nicht. Ich weiß, was du meinst, nämlich, dass wenn man was meldet, dass dann meistens die Videos gelöscht werden einfach, ohne das zu prüfen. Aber ich glaube nicht, dass das auch die Absicht von YouTube ist, sondern der Grund ist einfach der, dass die da nicht 100 Leute hinsetzen wollen, die das prüfen. Übrigens kann ich dazu sagen, auch von mir wurden schon Videos gemeldet und aber nicht gelöscht. Also das bedeutet nicht gleich melden, ist gleich löschen. Ja, sicherlich. Ich bin mir sicher, dass so ziemlich alle Videos, die ich jemals hochgeladen habe, gemeldet wurden. Ja, ich glaube, es geht darum, wenn genug Leute das melden oder in einem Zeitraum, der klein genug ist oder was auch immer. Ich weiß nicht genau. Worauf die es dann beziehen. Ja. Ich denke, da sind wir so ziemlich in der Sackgasse. Wie gesagt, ich verstehe nicht, wie du sagen kannst, ich unterstütze es, dem System das zu melden, aber ich unterstütze nicht, was das System dann damit macht. Es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Aber ich denke, wir sind da, wie gesagt, da kommen wir nicht wirklich weiter. Insofern, wenn wir das noch kurz reinbringen wollen, dann sollten wir, glaube ich, jetzt zu dem Video über christlichen Terror noch kurz übergehen, dass wir irgendwie noch das Thema reinbringen. Können wir gerne machen. Nur noch eine kurze Frage für mich. Was wäre denn für dich die Alternative? Also, was würdest du sagen, sollte da besser laufen? Oder was wäre dein Vorschlag? Also von einem Standpunkt aus, von dem man nicht keinen Einfluss darauf hat, was das YouTube-System macht, würde ich sagen, man sollte überhaupt nicht keine Art von Melden supporten an sich. Auch nicht sagen irgendwie, wie gesagt, wenn ihr euch das vage, wie gesagt, wenn ihr das eigenartig findet. Also das ist halt das Allerschlimmste, was du irgendwie machen kannst. Zu sagen, wenn euch das nicht gefällt, wenn ihr das eigenartig findet, im Grunde genommen keine klare Definition dafür ausgeben, wonach man überhaupt sucht bei diesen Sachen, dann meldet es. Sondern in diesem Sinne im Grunde genommen das System an sich nicht zu supporten, fände ich die geeignete Maßnahme in diesem Sinne. Ja, da sind wir, wie gesagt, an dem Punkt, an dem wir nicht wissen, was sie genau gesagt hat, weil Spiegel Online da indirekt zitiert. Vielleicht hat sie es ja genau definiert. Vielleicht hat sie auch gesagt, wenn den Nutzern Inhalte auffallen, die bla 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 bla. Und Spiegel Online hat daraus einfach gemacht, problematische Inhalte, weil der Text
kürzer sein muss. Also da, deswegen würde ich mich da jetzt wirklich nicht so auf dieses Zitat stützen. Aber du hast schon recht, wir sind da ein bisschen in der Sackgasse und ja. Ich glaube, wir haben unsere Standpunkte jeweils verstanden, aber kommt da nicht weiter. Als alles dazu, wir beide wissen, dass sie wohl kaum, selbst wenn sie es definiert haben sollte, dass sie wohl kaum gesagt hat, wenn ihr etwas seht, was zur Gewalt aufruft oder Gewalt androht, sie wird es, auch wenn sie es definiert hat, wesentlich weiträumiger definiert haben. Kann sein, man weiß es auf nicht. Aber das mit der Gewalt ist ja auch deine persönliche Definition von, was übrigens auch nicht dem entspricht, was im Gesetz steht. Also, ja, klar, das Gesetz hat ja keine klare Definition dafür, was erlaubt ist und was nicht. Genau, das wird im Einzelfall geprüft werden. Du hast übrigens, nur so als letzten Satz zum Thema Zensur, du hast immer das Recht, gegen YouTube zu klagen, wenn du willst, wenn du der Meinung bist, dass dein Video online sein sollte. Du könntest bis zum Verfassungsgericht hochgehen und das durchdeklinieren lassen. Also da kann YouTube noch so viel Kampagnen und alles Mögliche machen. Ja, ich denke nicht, dass das, wie gesagt, dass das eine realistische Option für mich wäre. Aber, ja, nur so als so grundsätzlich zum Thema Zensur. Okay, dann würde ich sagen, wir sollten zu dem Thema noch kommen, wenn wir das noch reinbringen wollen. Also im Grunde genommen zu dem die Kritik an deinem Video zum christlichen Terror ist die Proportionen, die du vermittelt hast, bezogen auf islamistischen Terror, sind für mich geben für mich ein vollkommen verzerrtes Bild von der Realität wieder. Das ist mein Problem damit. Du hast im Grunde genommen gesagt, es gibt islamistischen Terror, das ist ein Problem, und es gibt auch christlichen Terror. Beide sind ein Problem, beide fordern Menschenopfer und beide verlangen nach unserer Aufmerksamkeit. Während das rein faktisch vollkommen akkurat ist, stellen diese Aussagen nebeneinander in einem Vakuum, also ohne irgendwie auf die Proportionen einzugehen, die Realität für mich vollkommen verzerrt da, denn wie gesagt, es geht darum, dass de facto akkurat wiedergegeben wird, in welchen Ausmaßen diese Probleme existieren. Ich musste dabei an ein Comedy-Special von Jim Jeffries denken, da ich mir vor einer Weile nochmal angesehen hatte, wo er über Peniskrebs geredet hat. Das gibt es offenbar wirklich, daran stirbt ungefähr eine Person im Jahr, weil man es offenbar ziemlich schnell erkennen kann, weil man hat dann offenbar zum Zeitpunkt, wo das dann wirklich gefährlich wird, schon irgendwie so einen Fußball am Schwanz. Auf jeden Fall, es ist so, als würdest du sagen irgendwie, okay, wir haben hier auf der einen Seite Brustkrebs und wir haben auch Peniskrebs. Und beide sind ein Problem. Wir sollten uns definitiv um beide dieser Probleme Sorgen machen. Und aber wenn du jetzt nicht irgendeine Art von Proportionen angibst, was diese Probleme angeht, wenn du in keiner Weise irgendwie die Ausmaße erfasst in dem Video, dann hast du zwar faktisch die lupenreine Wahrheit gesagt, aber die Realität dennoch skandalös inakkurat wiedergegeben. Und das würde ich sagen, was zutrifft bei deinem Video mit christlichem Terror. Denn du gingst sogar an einer Stelle dann noch einen Ticken weiter und hattest es, glaube ich, in der Einleitung folgendermaßen formuliert. Wenn es einen Bombenanschlag gibt im Westen, dann steht immer sofort die Frage im Raum, war es Islamismus? Manche spekulieren sogar sofort, dass es Islamismus war. Und du sagst das Ganze in einem tadelnden Tonfall nach dem Motto, wie undifferenziert, es gibt doch nicht nur islamistischen Terrorismus. Alles, was ich eigentlich an der Stelle gerne von dir hätte, wäre ein kleiner Nebensatz, in dem du etwas sagst wie, die Todeszahlen durch christlichen und islamistischen Terrorismus sind übrigens vollkommen unvergleichbar. Es besteht überhaupt keinen Vergleich zwischen denen. Wenn du bei Todeszahlen bist, da muss ich dir leider sagen, da würde die Bilanz ziemlich schwierig aussehen, weil die Lord Resistance Army Zehntausende Todesopfer auf dem Gewissen hat. Und wenn man das vergleicht mit den Opfern islamistischer Anschläge in den vergangenen, also wenn man das gegenüberstellt, allein die Todesopfer der Lord Resistance Army der letzten 20 Jahre, na, so lange gibt es sie noch nicht, der letzten 10 Jahre mit den Opfern islamistischer Anschläge, dann würde der Lord Resistance Army weit vorne liegen. Aber ich finde, Tote gegen Tote aufzuwiegen, ist eh immer Schwachsinn. Es geht ja auch um das Ausmaß. Und da ist ganz wichtig, in der Einleitung meines Videos habe ich gesagt, du hast gerade schon richtig zitiert, es geht dann aber weiter, also es wird immer spekuliert, es könnten Islamisten sein und so, dann habe ich gesagt, immer wieder trifft das auch zu. Nein, hast nicht gesagt. Und dann, ist falsch. Du hast gesagt, manchmal stimmt das auch, manchmal. Und ich habe gesagt, manchmal stimmt das auch, genau. Aber eben nicht immer. Ich meine, dazu muss man sagen, du hast natürlich recht, wenn man das in einem Vakuum betrachtet. Aber erstes Mal glaube ich nicht, dass die Zuschauer
sich durch die Welt gehen und nichts anderes sehen und dann sich ein Video von mir angucken und sonst keine Zeitung lesen, nicht kein Fernsehen gucken, gar nichts. Und zweitens gibt es bei mir auf dem Kanal ein Video über den IS, ein Video über Terrorismus an sich. Es gibt ein Video über den Islam, in dem auch in dem Kontext über Terrorismus gesprochen wird. Ich habe ein Video gemacht, müssen wir Angst vor Terror haben? Also ganz, ganz viele Videos, in denen islamistischer Terror ein sehr, sehr großer Schwerpunkt war. Und da bin ich mir sicher, dass viele Zuschauer das auch gesehen haben und dass die nicht denken, es gibt nur christlichen Islamismus. Und wie gesagt, wenn du die Todeszahlen nimmst, dann sieht die Statistik tatsächlich blöd aus. Okay, aber erstmal zu den Todeszahlen. Also diese Sachen scheinen irgendwie, also meine Quellen wären zum Beispiel die Wikipedia-Anlistung von Terroranschlägen. Einfach, die habe ich dir in meinen Videos, über deine Videos ein paar Mal schon vorgelesen praktisch. Einfach der letzten paar Tage. Also okay, Islamismus, Islamismus, Islamismus. Also darin scheinen diese Sachen einfach nicht aufzutauchen, aus irgendeinem Grund. Genau. Und unter anderem deshalb habe ich auch das Video gemacht, weil also an der Stelle kann ich übrigens selber mal sagen, ich bin Christ. Ich bin kein Christenhasser, wie mir gerne mal unterstellt wird. Ich bin seit vielen Jahren gläubiger Christ. Und mich hat es einfach selber erschüttert zu lesen, was Leute im Namen Gottes, des Gottes, an den ich auch glaube, für Verbrechen begehen. Und mich hat es dann interessiert, okay, welchem Umfang passiert das, wer steckt dahinter? Und habe dann angefangen zu recherchieren und habe das gefunden und habe dann festgestellt, das ist Terrorismus, aber es taucht in kaum einer Statistik auf, nicht bei Wikipedia. Es spielt einfach, zumindest im deutschsprachigen Wikipedia nicht, wenn du Christian Terrorism eingibst und in der englischsprachigen Wikipedia guckst, dann findest du da durchaus Einträge. Aber da sind wir auch an dem Punkt, an dem man fragen kann, was ist eigentlich Terrorismus? Ist Terrorismus nur jemand, schnallt sich einen Sprengstoffgürtel um und geht auf den Marktplatz? Oder ist Terrorismus auch schon, jemand übt Gewalt gegen eine bestimmte Gruppe aus, zum Beispiel gegen ein Dorf in Uganda oder sowas? Ach so, ja gut, das wäre per Definition, also Terrorismus ist ja eigentlich per Definition ein politisch motivierter Gewaltakt, der im Grunde genommen durch Angst politische Ziele erreichen soll. Per Definition. Durch die Verbreitung von Angst. Ich glaube, politisch motiviert trifft es nicht komplett. Also islamistischer Terror ist ja nicht unbedingt politisch motiviert. Im Endeffekt, der IS-Terror ist politisch motiviert, muss man sagen. Genau, aber genau, geht dann noch ein bisschen weiter. Genau, und zwar Verbreitung von Angst und Schrecken, kann man vielleicht so umgangssprachlich sagen. Und dazu gehört schon auch das, was in Afrika passiert oder in Teilen Nordamerikas. Und insofern sind diese diese Statistik, von der du sprichst, da geht es ja wirklich um Attentate, eben diese typischen Bombenattentate, aber nicht um die Form von Terrorismus. Genauso könntest du auch sagen, jüdischer Terrorismus taucht da nicht auf, die Siedlungspolitik in Palästina. Ach, gibt's Leute, die, ich würde nicht, wir werden diese sagen. Diskussion führen. Aber gibt's Leute, die das als Terrorismus definieren? Könntest du sagen, ja, das taucht da auch nicht auf. Ich will damit nur sagen, diese könnte unter Umständen auch einfach nicht vollständig sein. Also deswegen sehe ich den Vorwurf, ich würde hier einseitig berichten, nicht unbedingt so, als jemand das Video hat, die Überschrift christlicher Terrorismus. Und es ist klar, es geht um christlichen Terrorismus und es geht jetzt nicht um islamistischen Terrorismus. Dass es den gibt, ist allen klar. Und das ist auch allen klar, die meine Videos schauen, weil es dazu eine ganze Menge Videos von mir gibt. Also erstmal, ich werde auf jeden Fall nachher nochmal checken, wie das aussieht mit den Todeszahlen. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass es irgendwo in der Nähe von islamistischem Terrorismus liegt. Also wir haben ungefähr 2000 Tote im Monat durch islamistischen Terrorismus weltweit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo in der Nähe davon liegt. Die 2000? Ungefähr, ja. Und woher kommen die Zahlen? Ich glaube, das kommt von Wikipedia, verarbeitet durch die Seite thereligionofpeace.com hat, glaube ich, verarbeitet da die Wikipedia-Zahlen zu diesen Sachen. Aber du könntest dir auch nicht vorstellen, dass 1500, 2000, dass diese Dimension mit der Lord Resistance Army annehmen würde. Naja, wenn es tatsächlich so viel waren, aber das wage ich stark zu bezweifeln. Und da ist es ja auch immer eine Definitionsfrage. Du kannst zum Beispiel sagen, ja, die Toten im Syrienkrieg sind Opfer islamistischen Terrorismus, weil auch einige radikale Gruppen islamistisch sind, nicht nur der IS. Und das wird natürlich auch politisch instrumentalisiert. Deswegen würde ich diese 2000 sehr stark in Zweifel stellen. Okay, also es bezieht sich, soweit ich weiß, auf die Wikipedia-Einträge zu Terrorismus in den Angaben von ihren Zahlen. Und da siehst du auch, wie gesagt, es gibt jeden Tag mehrere islamistische Terroranschläge auf der Welt. Mehrere. Jeden Tag.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass allein die Lord Resistance Army irgendwo in der Nähe davon liegen würde, was die Zahlen angeht. Also ich bin jetzt hier auf der Statista-Seite, Anzahl der Todesopfer bei ausgewählten islamistischen terroristischen Anschlägen seit dem Jahr 1993. Und da sind wir zum Beispiel im Jahr, die haben wir keine Gesamtzahlen, aber da sind wir beim am 11. September 2001 beim Top-Wert. Und okay, der ist bei 3.500. Das ist wahrscheinlich nur die im Westen, denke ich mal. Nee, hier ist zum Beispiel auch Nairobi mit dabei, Bali, Mumbai, Kenia. Du hast ja geredet von ausgewählten terroristischen Anschlägen. Ja, also wie gesagt, wir werden diese Zahlensache jetzt nicht hinbekommen, weil du deine Zahlen nicht verifizieren kannst und ich kein, auf die Schnelle kein Gegenargument jetzt gegen diese 2000. Aber, dennoch, es würde einfach logisch überhaupt keinen Sinn machen, dass die Lord Resistance Army mehr Leute, wie du es angedeutet hast, de facto mehr Leute umbringt monatlich als sämtliche islamistischen Terrororganisationen zusammen. Nein, ich habe nur gesagt, wenn man diese Zahlen über einen Zeitraum von den letzten 10 Jahren gegenüberstellt und die Definition von Anschlägen nimmt, die du vermutlich auch verwenden würdest, dann ist es so. Wie gesagt, wenn man Opfer eines Krieges nimmt, wie zum Beispiel den Syrien, dann verfälscht es das Ganze. Aber ich meine, diese klassischen Anschläge oder Terror gegen das Volk, das was Boko Haram macht, was Al-Shabaab macht und so weiter und so fort und natürlich der IS, die vergleichbare Terrorgruppen sind wie die Lord Resistance Army, wenn man das einander gegenüberstellt, ohne das aber jetzt auch mit Zahlen verifizieren zu können. Ja, der Punkt, ich würde schon sagen, ist ein Terroranschlag, denn das sind die Sachen, die bei Wikipedia gelistet werden, wenn, wie gesagt, irgendwie IS bringt, keine Ahnung, 500 Leute davon, keine Ahnung, 500 Abtrünnige der Religion oder so um. Ja. Genau, aber wenn der IS im Kampf mit der Allianz irgendwie 50 Leute erschießt, dann würde ich die jetzt nicht als Terroropfer bezeichnen. Also um vielleicht davon wegzukommen, eine weitere falsche Äquivalenz aus diesem Video, zumindest habe ich sie als solche wahrgenommen, ist, dass du im Grunde genommen sagst, wir haben die religiösen Schriften hier aus der Bibel und aus dem Koran. Es gibt in beiden gibt es solche gewaltverherrlichenden Stellen und in beiden gibt es auch Stellen, die sich im Grunde genommen für den Frieden aussprechen. Und das ist im Grunde genommen alles, was du dazu sagst. Also das wird nicht noch irgendwie in Kontext gestellt nach dem Motto, ja, es gibt durchaus große Unterschiede zwischen diesen religiösen Schriften. Und es ist nicht eine komplette Auslegungsfrage, dass, wie gesagt, ja, es gibt halt bei beiden Religionen Leute, die es so auslegen, Leute, die es so auslegen. Der Punkt ist, würdest du mir zustimmen, dass es wesentlich einfacher ist, das Christentum als eine zumindest einigermaßen friedliche Ideologie auszulegen, als es das beim Islam auf dem Koran basierend ist? Naja, der Vorteil in Anführungszeichen im Christentum ist ja, dass man das Neue Testament hat und sagen kann, passt auf, das, was im Alten steht, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist nicht mehr. Jesus hat hier die Bergpredigt gehalten und hat gesagt, ich aber sage euch, wenn euch einer die linke Wange hinhält, dann haltet auch die rechte hin. Und damit kann man vieles entkräften von dem, was im Alten Testament steht. Und sowas gibt es im Islam nicht. Aber es ist im Islam tatsächlich auch so, dass es im Koran Suren gibt, die eben zur Liebe gegenüber den Mitmenschen aufrufen. Die allerdings nicht als Gegensatz dargestellt werden zu dem, was in der anderen Sure steht, wie es in der Bibel ist, mit Alten und Neuen Testament, sondern die nebeneinander stehen. Und das macht es natürlich bestimmten Leuten einfach, was zu rechtfertigen. Für christliche Terroristen ist es schwieriger, weil die müssen dann erstmal begründen, warum das, was im Alten Testament steht, jetzt genauso eine Relevanz hat, wie das, was im Neuen Testament steht. Ja. Und insofern würde ich sagen, die Bibel macht die Interpretation leichter, als der Koran. Ich würde aber nicht sagen, die Bibel ruft weniger zu Gewalt auf als der Koran. Es geht ja vor allem um die Interpretation. Und nochmal, ich bin gläubiger Christ, also ich bin der Letzte, der sagt, das Christentum ist eine Religion des Hasses. Im Gegenteil, Christentum ist eine Religion der Nächstenliebe und der Toleranz. Und das ist für mich eigentlich das Wichtigste und das ist für mich das, wofür das Christentum steht. Ja, für mich ist eigentlich das Christentum einfach nur eine Ansammlung von teils wirren Märchen. Es geht mir eher darum, wie im Grunde genommen, welche Gefahr von den Ideologien ausgeht an sich, darauf basierend, wie schwer es ist, es als in einer bestimmten Weise auszulegen. Und da kommen wir zu dem Problem, dass
Im Koran ist es im Grunde genommen komplett andersherum. Die friedlichen Passagen, die so häufig zitiert werden, sind in der Regel noch aus der Anfangszeit von Mohammeds Imperium, wenn man es so nennen will, zu einem Zeitpunkt, zu dem er de facto noch mit anderen Glaubensrichtungen klarkommen musste. Die heftigeren Sachen, die von Islamkritikern und Islamisten zitiert werden, die kommen später. Die kommen zu einem Zeitpunkt, in dem seine Truppe de facto schlagkräftig war und dann da losgelegt hat. Insofern, das macht es nochmal wesentlich schwerer. Es ist komplett umgekehrt. Im Christentum sind die vollkommen kranken Sachen im Grunde genommen eher am Anfang. Und dann kommt Christus, halt eine Hippie-Jungfrau, die für die damaligen Verhältnisse, ja, die Personifikation des Friedens war und hebt das im Grunde genommen für die modernen Christen zumindest komplett auf. Ja, klar, aber da bist du auch schon wieder bei der Interpretation. Es kann auch Zufall sein, dass die aggressiveren Stellen im Koran zu dieser Zeit geschrieben wurden. Du sagst, naja, das hängt damit zusammen, dass er dann nicht mehr angewiesen war auf die Toleranz anderer Religionen. Aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen wollen, mich über Leute zu stellen, die sich auskennen mit dem Koran und in dem Bereich auch geforscht haben und sonst was. Ich finde das ganz schwierig, wenn wir als Leute, die uns höchstens hobbymäßig mit der Religion des Islam beschäftigen, darüber jetzt urteilen, was bestimmte Suren aussagen und was nicht, zumal wir nicht die Originalsprache sprechen. Wir können, ich vermute, du kannst auch kein Arabisch. Und vieles ist, es gibt viele verschiedene Übersetzungen des Koran. Und das eine steht da so, das andere steht da so, ähnlich wie. Ja, gut, aber es ist ziemlich deutlich an eigenen Stellen. Also, ich meine, es gibt dann diese Tutti-Frutti-Übersetzung, wo es dann irgendwie schlagt ihn auf den Nacken. Ja, klar, kleiner Klaps auf den Nacken. Ja, sicher, das wird da drin stehen. Wenn wir von den Sitten der damaligen Zeit ausgehen, macht es einfach überhaupt keinen. Gibt es Übersetzungen, die machen Sinn? Zum Beispiel, runter mit der Rübe aus der damaligen Zeit gesehen, macht Sinn an bestimmten Stellen, macht mehr Sinn als die Übersetzungen, die sagen, gebt ihm einen Klaps auf den Nacken. Allein aus dem historischen Kontext kannst du da sehen, was Sinn ergibt. Kann man durchaus, ja, aber das kannst du in der Bibel ja genauso. Und eben, wie du sagst, man muss vieles in den historischen Kontext stellen. Auch wenn das Neue Testament in der Bibel zum Großteil sehr friedfertige Inhalte hat, es gibt trotzdem noch Stellen, bei denen man, also gerade was die Rolle der Frau zum Beispiel angeht, nur den Kopf schütteln kann aus heutiger Sicht. Absolut. Aber wenn man halt sagen muss, das war halt damals so gesellschaftliche Konvention. Und ähnlich ist es beim Koran auch. Ich meine, das ist schon ein paar Jährchen her, dass der geschrieben wurde, zusammengetragen wurde. Und das kann man nicht eins zu eins auf heute übertragen. Aber er macht es natürlich bestimmten Gruppen, und da hast du schon recht, einfach zu sagen, jo, ich betrachte die anderen Sachen nicht, dass da steht, dass man seine Mitmenschen lieben muss und alles mögliche. Nein, ich nehme die Sache von wegen, bringt alle Ungläubigen um, und das ist die einzig gültige Stelle für mich. Aber das machen ja auch christliche Terroristen, die alles andere ausblenden. Und zum Teil. Ja, okay. Der Punkt ist, an dem Punkt, wo du schon sagst, wir müssen es im historischen Kontext betrachten, betrachtest du es schon aus der Sicht von jemandem, der nicht de facto daran glaubt, dass das das perfekte Wort von einem perfekten Gott ist. Und genau das glauben die Muslime. Das heißt, du kannst im Grunde genommen damit nicht argumentieren, wenn wir de facto über diese Leute reden. Das ist, wir haben das Glück, dass die Christen, die hier leben, denen ist im Grunde genommen klar, nein, das sind im Grunde genommen zum guten Teil einfach nur Aufzeichnungen von irgendwelchen damaligen Barbaren, im historischen Kontext zu sehen, ihren Sitten, ihren Gebräuchen, ihrer Zeit unterworfen. Und das ist nicht irgendwie das perfekte Wort von einem perfekten Gott. Ich wäre ganz, ganz vorsichtig, von den Muslimen zu sprechen. Es gibt hunderte Millionen von Muslimen weltweit, und die denken alle nicht gleich. Da wäre ich vorsichtig. Ehrlich gesagt, ich will mich auch gar nicht auf eine Debatte einlassen, weil ich ganz ehrlich gesagt zu wenig von der Religion des Islam verstehe, um da jetzt viel zu sagen zu können. Und ich finde es auch schwierig, wie auf einmal jeder in Deutschland, der Islamkritiker ist, sich jetzt zum Islamwissenschaftler aufspielt und bestimmte Dinge einfach mal so rausbläst. Der Punkt ist, du machst ja teilweise dasselbe, nur halt in die andere Richtung. Du stellst dich ja beispielsweise hin und sagst, ja, und mit dem Islam hat der islamische Staat eigentlich praktisch gar nichts zu tun. Da machst du ja genau dasselbe, nur in die andere Richtung. Ja, genau, und das sehe ich auch so. Also der islamische Staat beruft sich auf den Islam,
und sagt, wir töten im Namen unseres Gottes, aber dass das diametral zu dem steht, was in 99% des Koran geschrieben steht. Okay, also wenn ich kritische Töne darüber anschlage, dann sollte ich mir das eigentlich nicht anmaßen, weil ich kein Islamwissenschaftler bin, darüber gar nicht so viel wissen kann. Aber wenn du im Grunde genommen den Islam komplett von allem freisprichst, von jeglicher Schuld an irgendetwas und sagst, er hat nichts mit diesen Taten zu tun, dann machst du dasselbe nicht? Nein, ich habe übrigens gesagt, so gut wie nichts zu tun und nicht gesagt, er hat nichts damit zu tun. Und natürlich kann man das kritisch sehen, klar. Also es ist auch nur eine Interpretation und eine Meinung von mir. Ja, eine Interpretation, aber während wir jetzt praktisch darüber reden, sagst du, dass du im Grunde genommen keine Diskussion darüber führen willst, weil wir beide keine Islamwissenschaftler sind, aber dennoch scheinst du dir selbstsicher genug zu sein, was deine Meinung das angeht, dass du sie veröffentlichst auf YouTube. Ja, es gibt ja auch Statistiken darüber, und die verlinke ich ja auch immer wieder, wie Muslime zum Islam, zum sogenannten Islamischen Staat stehen, was sie davon halten. Und da gab es jetzt wieder eine interessante Studie. Ich habe die, glaube ich, in meinem Video über Terror auch verlinkt. Wurden eben aus bestimmten Ländern, die muslimisch geprägt sind, die Leute befragt, wie ihre Haltung zum Islamischen Staat ist, und der überwiegende Teil war ablehnend gegenüber dem Islamischen Staat, und das ist für mich schon ein Zeichen, dass er so gut wie nichts mit dem Islam zu tun hat, und das basiert dann eben auf solchen Aussagen, aber schwierig fände ich es zu sagen, er hat nichts mit dem Islam zu tun. Genauso wie ich es schwierig finde zu sagen, Islam bedeutet Terror. Also Islam ist vielleicht Terror, und das eine mit dem anderen gleichzusetzen. Also beide, totale Aussagen in beide Richtungen finde ich falsch, und Aussagen, die einordnend sind in beide Richtungen, finde ich okay. Und ich finde es auch okay, wenn du sagst, der Islam hat für mich an bestimmten Stellen durchaus eine Auswirkung auch auf Leute, die potenziell Terroristen sein könnten. Das ja, muss erlaubt sein, das zu sagen, klar. Ja gut, der Punkt ist, dass du, wie gesagt, ebenso anmaßende Aussagen machst wie ich darüber, nur halt in eine andere Richtung, und gleichzeitig dann mich im Grunde genommen dafür kritisierst, dass ich so anmaßende Aussagen darüber mache. Nee, ich habe dich nicht kritisiert. Ja, dass du zumindest dann dich hier davon zurückhalten willst, eine ähnlich anmaßende Aussage zu machen oder auch nur irgendetwas, was in die Richtung gehen würde, über den Islam, wie die du schon gemacht hast, weil du dich nicht genug damit auskennst, während du aber genau solche Aussagen schon getätigt hast. Also dann, wie ich das jetzt verstehe, basierend darauf, wie die Muslime allgemein zum IS eingestellt sind. Das ist ein Indikator. Der andere Indikator oder andere Indikatoren sind natürlich, also ich meine, was willst du machen? Wie kannst du den kannst du da fragen? Andere Indikatoren sind, sich den Koran anzugucken, mit Islamwissenschaftlern zu sprechen, Leute, die sich mit dem Thema auskennen, dazu zu befragen. Und in dem speziellen Fall des Videos, das du meinst, habe ich tatsächlich mit einer Reihe von Islamwissenschaftlern gesprochen, sowohl deutschen Islamwissenschaftlern, was wichtig ist, weil das ist ja auch nochmal eine andere Ansicht, die haben einen gewissen Abstand und betrachten das Ganze eher als Forschungsobjekt, als Leute, die wirklich involviert sind, weil sie auch diese Religion haben, und auch mit muslimischen Islamwissenschaftlern, mit denen ich da gesprochen habe. Und die haben unisono gesagt, also mit dem Koran lässt sich ein Großteil dessen, was der Islamische Staat macht, nicht vereinbaren. Und damit ist klar, das hat so gut wie nichts mit dem Islam zu tun. Also im Grunde basiert die Aussage, lässt du sie basieren auf der Autorität von irgendwelchen Leuten, ohne dass du wirklich überprüft hast, ob diese Aussage stimmt selber? Sie basiert auf Aussagen von Wissenschaftlern, sie basiert auf Studien, eben die eine habe ich ja gerade genannt, es gibt noch zwei andere einschlägige Studien in die Richtung, und sie basiert auf dem, was ich selber aus dem Koran gelesen habe, und ich finde, das sind drei drei Punkte, die man so sehen kann. Also wie würdest du denn, woher beziehst du denn deine Aussage, oder wie würdest du da vorgehen, um Ich beziehe meine Aussage konkret aus dem Koran de facto und von der historischen Figur Mohammed, denn das ist ein weiteres Problem, das die Muslime haben, dass Mohammed nicht nur eine mythologische, wie Jesus Christus es war, sondern eine historische Figur ist. Ja, aber du sagst,
du beziehst es aus dem Koran, aber was sagt es darüber, wie die Muslime wirklich darüber denken? Im Koran kann viel stehen. Und mir war es auch wichtig zu erfahren, zum einen, okay, und deswegen habe ich die Wissenschaftler gefragt, was sagt der Koran darüber? Wie lässt sich das, was im Koran steht, vereinbaren mit dem, was der IS macht? Zum anderen, wie denken Muslime generell darüber, um halt beide Punkte zu bekommen? Im Koran kann alles Mögliche stehen, wenn es aber heute ganz anders aufgefasst wird, dann ist es wertlos. Woher nimmst du die Legitimation für die Aussage, alle Muslime glauben eins zu eins das, was im Koran steht. An was machst du das fest? Die Aussage habe ich nie gemacht. Du kannst nur nicht sagen, also wenn wir de facto Stellen haben, die im Grunde genommen genau das beschreiben, was der islamische Staat macht, im Koran, dann können wir nicht sagen, irgendwie das hat praktisch oder das hat so gut wie nichts mit dem Islam zu tun. Und eigentlich dachte ich, dass im Grunde genommen du in deinem neuesten Video diese Aussage von dir selber ein Stück weit schon negiert hättest, damit dass du gesagt hast, ja, durchaus, diese Stellen sind da vorhanden, absolut. Das ist nicht irgendwie so gut wie nichts. Das ist eine ganze Menge, was da drin steht. Und diese Sachen sind nach gängiger, konservativer islamischer Lehre, die angewandt wird im konservativen sunnitischen Islam, also praktisch in der kompletten, wirklich islamischen Welt, sind, wenn sich zwei Regeln widersprechen im Koran, dann ersetzt die neuere die ältere. Und das Problem, das wir haben, ist, dass die neueren Regeln de facto die kranken sind. De facto die sind, die aus der Zeit stammen, in der Mohammed de facto ein Eroberer war mit einem schlagkräftigen Heer. Und das, Mohammed, ich meine, du bist doch in Geschichte relativ bewandert, soweit ich das weiß, oder? Die historische Figur Mohammed als der Eroberer, der Warlord, musste ja bekannt sein. Das ist ja nicht nur ein religiöses Thema, sondern auch ein historisches. Ist mir durchaus klar, aber Mohammed hat den Koran ja nicht geschrieben. Also Mohammed ist die Bezugsperson für sämtliche Muslime. Ja, ist er, aber übrigens, du kannst dir auch mal ein Video anschauen über die Scharia oder über den Islam an sich. Da spreche ich nämlich genau die Punkte an und sage, naja, also im Koran steht dieses und jenes. Und je nachdem, wie man es interpretiert, und das machen auch einige, das machen nämlich die Extremisten, kann man das genau als Legitimation sehen. Ich sage dann aber auch, es gibt eben auch den Standpunkt zu sagen, aber zum einen muss man es in den historischen Kontext setzen, zum anderen gibt es Suren, die dem widersprechen. Und übrigens ist es nicht immer so, dass die Neueren die Kranken sind und die Gemäßigten die Alten. Das ist ein genereller Trend, was diese Suren angeht. Ja, aber es ist kein, man kann das nicht pauschal sagen, es ist genau andersrum auch an einigen Stellen. Deswegen so eine pauschale Aussage zu machen, finde ich schwierig. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, hat so gut wie nichts mit dem Islam zu tun. Es mag, klar, da steht drin, tötet die Ungläubigen, genau das macht der islamische Staat. Es steht aber genauso gut drin, dass man seine Mitmenschen lieben soll, dass man in Frieden mit anderen Religionen leben soll, dass man tolerant sein soll. Und das hat eben dann widerspricht dem, was der islamische Staat macht. Ja, das und wenn man das halt in Mohammeds Imperium. Zum Teil, aber nicht nur. Und wenn man das dann in Relation setzt und sagt, wie viel Prozent der Sachen, die wir zum islamischen Staat passen, stehen im Koran und wie viel von dem passt nicht, dann hast du da schon ein deutliches Ungleichgewicht. Und darauf bezog sich meine Aussage. Aber wie gesagt, nochmal, das ist das, was ich von Wissenschaftlern erfahren habe, das, was ich selber aus dem Koran gelesen habe, was ich aus Studien kenne, was ich übrigens auch von anderen Muslimen, mit denen ich befreundet bin oder mit denen ich zu tun habe, weiß. Aber ich bin kein Islamwissenschaftler, genauso wenig wie du einer bist. Und ich würde mir da jetzt auch nicht anmaßen, eine komplette Analyse der Religion Islam zu machen. Aber meine Aussage beruht auf Fakten. Und die Fakten habe ich genannt. Und zu der Aussage stehe ich nach wie vor. Und das kannst du kritisch sehen, aber ich bleibe dabei. Die einzigen Fakten, konkreten Fakten, die du liefern konntest, war de facto die Autorität von irgendwelchen Islamwissenschaftlern, mit denen du gesprochen hast. Nein, nochmal. Und de facto, ja, es gibt auch diese anderen Stellen, das war's. Aber ja, und Studien. Ja, ich meine, was soll ich denn noch machen? Ja, also soll ich mit jedem Muslim weltweit sprechen? Und es geht also um, was de facto im Koran steht. Und ja, das ist, wie gesagt, wenn du halbwegs einen Überblick darüber hast, dann geht klar daraus hervor, dass natürlich diese Sachen extrem viel damit zu tun haben. Dass, du würdest also die Aussage, damit hat es fast nichts zu tun, würde ja praktisch andeuten, dass wenn es diese Ideologie nicht gibt, nicht gäbe, wenn es dieses Buch nicht gäbe, dann würden die trotzdem da irgendwie so barbarische Scheiße machen. Ja, wenn es Buch nicht gäbe, dann würde es den Islam nicht geben. Also, ja, genau, und dann würde es auch den islamischen Staat nicht geben, richtig? Ja, logisch, dann gäbe es ja nichts, worauf sie sich berufen könnten. Okay, damit hast du gerade vorgestellt, dein eigenes Statement komplett negiert.
Nein, ich habe gesagt, es hat fast nichts damit zu tun. Ja, hat etwas, fast nichts, okay. Aber fast nichts ist nicht nichts. Nein, nichts mit etwas zu tun haben beschreibt nicht, es als Existenzgrundlage zu haben, was du gerade gesagt hast. Also, um das nochmal ganz von vorne aufzurollen, der Islamische Staat beruft sich auf bestimmte Stellen im Koran und begründet damit seine Taten, die, und das ist der größte Teil dessen, was der Islamische Staat macht, die politisch motiviert sind. Der Islamische Staat benutzt den Koran, benutzt die Religion Islam, um seine politischen Ziele voranzutreiben. Die Religion ist da nur vorgeschoben. Denn die meisten Kämpfer handeln komplett mit dem, was sie machen, gegen das, was im Islam steht. Aber die Grundlage ist diese Religion. Genauso wie ich auch die Bibel nehmen kann, kann mir zwei Verse rausnehmen und kann die als Grundlage nehmen für einen Amoklauf. Dann gibt es diesen Amoklauf natürlich, also meine ideologische Grundlage sind diese beiden Verse, aber der Rest ist eine ganz andere Motivation, die dahinter steckt. Nämlich weiß ich nicht, dass ich gemobbt wurde oder Hass auf Leute habe oder sonst was. Also der Koran ist die ideologische Grundlage für die, zumindest das, was sie daraus interpretieren. Aber das, was wirklich im Koran steht und was sie machen, das hat fast nichts miteinander zu tun. Sie benutzen ihn nur als Grundlage. Das, was wirklich im Koran steht, worüber du eigentlich mit mir nicht reden willst, weil du dich nicht genug damit auskennst. Ja. Okay. Weil dir das Islamwissenschaftler gesagt haben. Ja, nochmal. Was ist denn die Alternative, um eine Aussage zu untermauern? Du tust die ganze Zeit so, als hätte ich gesagt, der islamistischer Terror hat nichts mit dem Islam zu tun. Das habe ich nie gesagt. Ja, du hast nur eine marginal abgeschwächte Version davon gesagt, und zwar fast nichts. Ja, aber halt eben nicht nichts. Ja, und ich finde, das ist ein deutlicher Unterschied. Ich finde nicht, dass ich so tue, als hättest du was gesagt. Der Punkt ist, du tust so, als würden wir hier irgendwie über Raketenwissenschaft sprechen, während wir uns konkret die Aussagen, wie gesagt, ja, zugegebenermaßen in einer Übersetzung, aber es ist klar, natürlich heißt das, wenn die Fakte irgendwie, wenn ihr die Ungläubigen seht, dann herunter mit dem Haupt, heißt nicht, ist nicht irgendwie eine falsche Übersetzung, in Wirklichkeit ist, gebt ihnen einen Strauß Blumen oder so. Das ist, ja. Das hier ist keine Raketenwissenschaft, worüber wir reden. Das hier sind ziemlich simple Sachen. Und du tust es so, als müsste man irgendwie die großartige Qualifikation vor dem Herrn haben, um irgendeine Aussage darüber tätigen zu können. Nein, das nicht, aber um so eine absolute Aussage zu treffen, wie du sie machst. Was hätte ich denn deiner Meinung nach sagen sollen? Das Statement ersetzend. Du jetzt, keine Ahnung, ein richtiges Statement darüber wäre, es gibt durchaus Grundlagen für das, was der IS tut im Koran. Würdest du dieses Statement so anzweifeln? Nö, würde ich nicht. Das ist richtig. Okay. Ja gut, aber dennoch würde ich sagen, ich meine, es geht hier, wie gesagt, teilweise sind die Sachen, die du faktisch sagst, gar nicht unbedingt falsch, aber die Implikationen, die daraus hervorgehen, wie du es sagst, in welchem Kontext, geben dann ein verzerrtes Bild von der Realität wieder. So auch in diesem Fall, wenn du sagst, die Implikationen davon zu sagen, teilweise ist das, was der IS macht, stark verwurzelt im Koran oder Teile des Korans befürworten definitiv das, was der IS macht, hat ganz andere Implikationen als die Aussage, der islamische Staat hat mit dem Islam eigentlich praktisch gar nichts zu tun oder fast gar nichts zu tun. Ja, aber da ist wirklich dieses, das ist mir wirklich wichtig, genau, aber mir ist es wirklich wichtig, das nochmal zu sagen, dass ich halt nicht gesagt habe, es hat nichts damit zu tun, weil das ist deine Interpretation. Okay, du hättest dir gewünscht, dass ich das ein bisschen deutlicher noch herausgestellt habe. Dann würde ich dich mal bitten, mein Video über Scharia anzugucken, dann würdest du vermutlich ein bisschen anders denken, weil da geht es auch explizit um die Stellen im Koran und dieses Recht, das islamische Recht, was über das Weltliche gestellt wird und wie das mit dem Koran begründet wird. Und da ist das, was du dir wünschst, vermutlich noch ein bisschen expliziter. Aber du sagst ja selbst, das, was ich gesagt habe, ist nicht falsch. Du hättest dir jetzt halt nur ein bisschen, bisschen ausführlicher gewünscht oder ein bisschen mehr Würdigung des einen, aber da beziehst du dich jetzt auf eine Stelle in einem Video. Wie gesagt, wenn du die anderen Videos von mir anguckst, dann sind da andere Aussagen. Aber
ich kann da kein... In dem Fall würde ich das eigentlich de facto, ich würde sagen, dass die Implikationen in so eine falsche Richtung weisen, in diesem Fall, wenn du sagst, fast, ja, fast gar nichts, würde ich sagen, ist faktisch falsch. Fast gar nicht gibt die Proportionen zu einem Ausmaß falsch wieder, dass es de facto faktisch falsch ist. Okay, dann sind wir da unterschiedlicher Meinung, aber trotzdem habe ich ja nicht gesagt, dass es nichts damit zu tun hat. Und das wäre eine falsche Aussage gewesen. Ich gebe dir recht, was ich hätte machen können, wäre zum Beispiel zu sagen, also hat so gut wie nichts mit dem Islam zu tun. Wenn man sich mal proportional anschaut, wie viele Stellen im Koran für das sprechen, was der islamische Staat macht und für was gegen, und dann hätte ich vielleicht noch verschiedene Quellen und hätte das einander gegenüberstellen können und wäre am Schluss, hätte dann meine These nochmal mit Zahlen untermauert, dann wäre das vielleicht noch ein bisschen nachvollziehbarer gewesen. Da gebe ich dir recht, das war an der Stelle vielleicht ein bisschen knapp gefasst und nicht begründet, aber wie gesagt, es ist keine totale Aussage gefallen und deswegen... Der Punkt, worüber du dir vielleicht Gedanken machen müsstest, wäre, warum scheust du ab dem Punkt, wo wir de facto ähnlich generelle Aussagen, wie du sie selber gemacht hast, machen über den Islam und die Muslime, sofort zurück auf der Grundlage von dem, ich weiß nicht genug darüber. Während du aber in die andere Richtung Implikationen machst, in die andere Richtung ebenso weit dich aus dem Fenster lehnst mit solchen Aussagen, scheinst du nicht wirklich ein Problem damit zu haben. Es scheint irgendwie eine Art Reflex da zu existieren, bei dem du praktisch, oh mein Gott, nein, in diese Richtung ist undifferenziert, okay, in diese Richtung ist okay. Nee, sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Also, ich meine, man könnte dir auch vorwerfen, dass du es genau andersrum machst. Du hast zum Beispiel bisher jetzt wenig Relativierendes gesagt. Ich glaube, das hängt mit Erfahrungen zu tun, mit dem, was man selber an Wissen hat und mit persönlichen Begegnungen. Und du hast vermutlich bisher eher negative Erfahrungen mit dem Islam gemacht und bist deshalb in eine Richtung geprägt. Ich bin eher in eine andere Richtung geprägt. Es bezieht sich ziemlich nicht auf persönliche Erfahrungen bei dem, was ich sage. Es bezieht eigentlich praktisch alles, was ich in meinen Videos sage, bezieht sich auf konkrete Statistiken über die Muslime und aus konkreten Stellen aus dem Koran, aus dieser Ideologie und wie es heute ausgelebt wird. Ich würde eigentlich noch nicht mal sagen, dass ich großartig negative Erfahrungen in meinem Leben mit Muslimen gemacht habe. Ich würde nicht sagen, dass das in irgendeiner Weise meine Videos befeuern würde. Aber es könnte sein, dass in deinem Fall im Grunde genommen die positiven Erfahrungen, die du mit Muslimen gemacht hast, dich in eine gewisse Richtung lenken, was das angeht. Nein, ich würde jetzt mich auch nicht zum großen Islam-Apologeten machen, der sagt, ist doch alles schön und gut. Im Gegenteil. Ich finde, da ist eben vieles nicht schön und gut. Gerade das, was wir durch die Aufklärung erfahren haben, fehlt in vielen islamischen Ländern gänzlich. Wenn wir mal nach Saudi-Arabien gucken, nach Katar und in andere Länder, das ist zum Teil noch Mittelalter. Und das hat eben mit der Scharia zu tun, die da in großen Teilen Grundlage der Gesetze ist. Und das sehe ich durchaus als kritisch an. Und ich weiß, du stellst mich... Oder du würdest mich gerne an der Stelle haben, dass irgendein Islam-Versteher und der große Verteidiger. Da bin ich nicht. Ich will nur, dass man differenziert, dass man erstens nicht jeden Muslim gleich als Terroristen ansieht, dass man zweitens nicht sagt, der Islam ruft zur Gewalt auf, und dass man drittens den Koran nicht herzieht und sagt, mit dem Koran kann man jeglichen Terror begründen und es gibt nichts, was im Koran dagegen spricht. Naja, das sind Aussagen, die wäre ja eigentlich eine Aussage, die du selber heute unterschrieben hast. Du hast ja gesagt, im Grunde genommen hast du mir unterschrieben, ja, der Islam ist die Existenzgrundlage von islamistischem Terrorismus. Ist die ideologische Grundlage, auf die sie sich berufen. Genau, aber ohne... Genau, während sie aber gleichzeitig negieren, dass eine ganze Menge, was da drin steht, dem widerspricht, was sie machen. Die blenden, aber das ist ja bei Extremisten immer so, die blenden dann das andere komplett aus. Genauso wie eben auch die Bibel, die Grundlage ist für christlichen Terrorismus oder andere Schriften für andere extremistische Handlungen. Ja, genau. Ja. An diesem Punkt muss irgendwie Proportion ins Spiel kommen. An diesem Punkt muss auch Proportion, was diese Schriften angeht, ins Spiel kommen. Und es muss, wie gesagt, was du ja auch selber zugegeben hast heute, dass es ist wesentlich einfacher, die Bibel in einer friedlichen Art und Weise auszulegen, als es ist, den Koran in einer friedlichen Art und Weise auszulegen. Und diese Sachen fehlen dann praktisch da komplett. Und so kommt es dann auch dazu, dass Leute unter die Videos dann Sachen schreiben bei dir wie, also ja, Extremismus ist alles dasselbe, jede Religion hat das. Und im Grunde genommen dadurch das Problem, was
ja, Islamismus darstellt, bei dir klein gemacht wird. Auch wenn du am Ende des Videos sagst, das willst du nicht machen, das ist der Effekt, den es hat. Naja, das würde ich so nicht sagen. Ich bin übrigens, wo wir von Proportionen sprechen, deine These stützend, dass der Koran die Grundlage ist für Extremismus, würde ja auch bedeuten, dass quasi fast jeder Muslim weltweit ein potenzieller Terrorist ist oder zumindest potenziell Ungläubige töten will, was ja nicht der Fall ist, sonst wären wir wahrscheinlich alle schon tot oder es würde ein großer Krieg auf der Welt herrschen. Also es ist ja nur eine kleine Gruppe und das spricht ja schon sehr dafür. Potenziell. Also wie gesagt, wir können erstmal die Sympathisanten zusammenfassen. Da hätten wir beispielsweise nach Pew Research 2006 in Frankreich hatten wir, ich glaube, 34% der Muslime in Frankreich haben Terroranschläge auf Zivilisten unterstützt, grundsätzlich. Und es war die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen. Also wenn wir es potenziell in einer Weise definieren, in der wir sagen, dass dass jemand ein Muslim ist, kann ein Indikator dafür sein, dass er Terror unterstützt oder selber eine Terrorgefahr darstellen könnte. Grundsätzlich ist nicht falsch. Also die Zahlen, die du jetzt genannt hast, kann ich jetzt auch wieder nicht verifizieren. Du sagst Pew Research. Ja. Ja, ich habe die Zahlen jetzt im Moment nicht vorliegen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt, aber selbst wenn es so ist, sagt es immer noch nichts aus über die Mehrheit der Muslime. Also ich finde das schwierig. Also der Punkt, ich will einfach nur eine akkurate Erfassung des Problems, das wir haben mit den Muslimen. Das ist das Einzige, worum es mir geht. Und ja. Ja, was das angeht, darf da überhaupt nichts tabu sein und es darf nirgendwo ein Reflex einsetzen nach dem Motto, nein, das klingt, wie gesagt, irgendwie wie das, was heutzutage teilweise fälschlicherweise undifferenziert genannt wird. Deshalb scheue ich davor zurück, während ähnlich undifferenzierte Aussagen in eine andere Richtung einfach rausgehauen werden. Ja, gebe ich dir recht. Und da kann ich auch ganz selbstkritisch sagen, und ich habe ja auch mal ein Video gemacht über Objektivität und wie sehr bestimmte Faktoren, denen man täglich ausgesetzt ist, die eigene Haltung prägen, ohne dass man das wirklich mitbekommt. Und dass das eigentlich niemand neutral ist und dass man sich da immer wieder hinterfragen muss. Und da gebe ich dir vollkommen recht, dass es gewisse Reflexe gibt, die einem vielleicht sagen, das könnte jetzt schwierig sein. Ich versuche das trotzdem rauszuhalten aus meinen Videos. Mal gelingt es mir mehr, mal weniger, habe ich auch in dem Video gesagt, in dem es darum geht. Und auch wenn es vielleicht jetzt hier nicht so rüberkommt, aber ich finde es gut, wenn jemand wie du, und deswegen fand ich es ja auch cool, dass wir uns hier unterhalten können, übrigens fast eine Stunde länger, als ich eigentlich Zeit hatte, finde ich es auch gut, wenn jemand wie du dann den Finger in die Wunde legt und bestimmte Dinge anspricht und sagt, hier, was hast du da gemacht oder denk doch nochmal darüber nach. Und es ist auch sicherlich so, dass ich das, was du jetzt sagst, auch im Hinterkopf behalten werde, wenn ich weiter meine Videos mache, weil nur so kommt man weiter und nur so kann man auch dem Anspruch gerecht werden, objektiv zu bleiben. Da bin ich ganz bei dir und finde es auch wichtig, sich zu hinterfragen und dann auch wie jetzt von dir dann so kritisch kommen, weil manches merkst du ja auch nicht, ja, wenn ich ein Video mache und dann denke ich am Schluss, jawohl, das war jetzt halt beide Seiten gut dargestellt und das passt und dann lese ich Kommentare und denke, krass, das interpretieren die da rein oder so sehen die das habe ich doch gar nicht so gemeint, dann denke ich mir, da muss ich beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen mehr aufpassen und das, was du jetzt sagst, zeigt mir, ich muss vielleicht ein bisschen mehr aufpassen bei den Dingen, die ich gar nicht sage, bei den Dingen, die ich nicht sage. Wie zum Beispiel in dem Fall, dass ich nicht gesagt habe, dass der Koran durchaus Anhaltsstellen bietet, bla bla bla, bla aber dass es eben weniger ist und so weiter und so fort. Da muss ich vielleicht einfach sensibler sein. Und an der Stelle sage ich mal selbstkritisch, warum nicht? Okay, ja, du hast richtig gesagt, ich habe jetzt deine Zeit eigentlich schon, wie gesagt, ja, ich habe über eine Stunde länger in Anspruch genommen, als wir eigentlich geplant hatten. Von daher sollten wir es wahrscheinlich jetzt an diesem Punkt auch schon zu Ende bringen. Ne? Dann wollte ich wahrscheinlich, was eigentlich dazu noch passt, soll ich wahrscheinlich auch noch die eine Frage stellen, die einige Zuschauer gestellt haben. Auch im Hinblick auf dieses Thema, wie sehr fühlst du dich in dem, was du auch auf deinem eigenen YouTube-Kanal machst, beeinflusst davon, dass du beim Öffentlich-Rechtlichen arbeitest, in dem, was du sagen kannst?
Und hast du dir jemals irgendwie Sorgen gemacht, das könnte nicht so gut aufgenommen werden, wenn ich jetzt, keine Ahnung, diese und diese Sachen, beispielsweise beim Scharia-Video, in dem du ja offenbar ziemlich kritisch dann darüber berichtet hast, hast du da jemals dir schon Sorgen darüber gemacht, dass das deinen Job ansonsten gefährden könnte? Überhaupt nicht, gar nicht. Also ich bin nicht festangestellt, ich bin freier Mitarbeiter, das heißt, ich muss meine Aktivitäten auch nicht genehmigen lassen. Das ist ja, wenn du wo festangestellt bist, das ist genauso, wenn du, weiß nicht, arbeitest bei einer Computerfirma und arbeitest aber nebenbei, genau, hast einen YouTube-Account, mit dem du Geld verdienst, musst du dir das auch genehmigen lassen. Das muss ich nicht, weil ich nicht festangestellt bin. Und das, was ich da sage, ist meine Meinung bedingt, weil ich mache ja meistens keine Meinungsvideos, sondern Faktenvideos und da gab es noch nie den Punkt, an dem ich gesagt habe, das passt nicht. Das einzige Mal, dass es den Fall gab, in dem ich ja wirklich überlegt habe, wie sieht das aus, war, als ich ein Video gemacht habe über meinen Kampf. Da war ein Meinungsvideo, in dem es darum geht, soll mein Kampf frei verkäuflich sein oder nicht, es war kurz bevor dann das Copyright abgelaufen ist. Und da habe ich das einem Kollegen geschickt, der auch Historiker ist, und ihn einfach habe ihn gefragt, was meinst du zu dem, wie ich das da gesagt habe, kann man das falsch verstehen, was ja oft das große Problem ist, oder versteht man eindeutig, was ich sage? Das war der einzige Fall, aber da ging es mir eher um das Interpretieren dessen, was ich sage. Und es war auch nicht ein Absegnen oder sonst was, weil das war jetzt kein Kollege, der jetzt irgendwas entschieden hätte über meine Inhalte. Aber ansonsten hat das keinen Einfluss, mein Job. Okay. Und könntest du dir vorstellen, wenn du im Grunde genommen, beispielsweise, wenn du eine ähnliche Ansicht zum Islam und zum Islamismus und zum Islamischen Staat vertreten würdest, wie ich das machen würde, dass du dann kompromittiert wärst in deiner Arbeit, wenn du darüber Videos machen würdest? Solange es auf Fakten basiert ist, nicht, nein. Solange man die Fakten nennt und solange man nicht einseitig ist, weil das ist ja oft das ganz große Problem, dass Leute zwar die Fakten in eine Richtung haben, aber die anderen Fakten komplett ausblenden. Und dann nur, also sagen wir mal, wenn du jetzt 10 Videos machen würdest, wie schrecklich der Islam ist und was für ein großes Problem er ist, aber sonst kein anderes Thema ansprechen würdest und quasi so ein Anti-Islam-Kanal werden würdest, ich glaube, das wäre dann ja, hätte auch irgendwann Schlagseite und wäre schwierig. Aber selbst dann, wenn ich Quellen habe und alles schwarz auf weiß belegen kann, ist es kein Problem. Und da übrigens nochmal Thema Quellen, die Pew Research Studie, die du meinst, habe ich inzwischen auch gefunden, die ist aus dem Jahr 2006, also inzwischen schon 10 Jahre Hatte ich auch alt. gesagt übrigens. Und genau, das ist, ich habe hier eine Grafik gefunden, habe das mal nachvollzogen und hier durch die Prüfung gejagt. Und Pew Research hat also zumindest selbst in den eigenen Archiven keinen, also diese Grafik ist auf einer anderen Seite veröffentlicht worden, nämlich bei der Gateway Pundit. Bei Pew Research selbst findet man dazu gar nichts. Aber kann natürlich auch sein, dass es jetzt nach 10 Jahren wieder Okay. da rausgenommen wurde. Ich meine, damals, als ich das Nur recherchiert habe, so habe ich viel. das noch bei Pew Research selber gesehen, auf jeden Fall. Vor ungefähr, ich glaube, nach Brüssel war das. Okay. Ja, ich meine, aber klar, so Zahlen, die dann 10 Jahre alt sind, sind natürlich dann auch Ja, klar, aber was denkst du, relativ. in welche Richtung sie sich verändert haben werden? Naja, man weiß es nicht, ne? Also ich meine, nach den Anschlägen weiß ich von einigen, also ich durch meine Arbeit als Journalist, ich habe auch oft mit Ermittlern zu tun aus verschiedenen Bereichen und so, und die erzählen mir schon, dass einige Leute, die früher radikal gedacht haben, tatsächlich jetzt auch umgeschwenkt sind und gesagt haben, nee, also irgendwie, das ist mir alles zu hart, das ist mir alles zu schrecklich, das widerspricht eigentlich. Ich bin zwar ein sehr konservativer Muslim habe früher das auch befürwortet, aber jetzt, wo ich das selber sehe und das ganze Ausmaß sehe und merke, was das mit der Gesellschaft macht, bin ich doch nicht mehr dafür. Also von daher, keine Ahnung. Aber man weiß es nicht. Wollte ich nur noch kurz Ja, an der Stelle ich gesagt wollte haben, wenn das es um eher praktisch darauf Fakten geht. beziehen, auf die Flüchtlingswelle im Grunde genommen. Dass Ja. die Leute, die hier hinkommen, durch die Flüchtlingswelle aus konservativ-islamischen Ländern kommen, wo sicherlich ein größerer Prozentsatz solche Meinungen vertreten wird und islamische Terroranschläge unterstützen wird, als es in der allgemeinen Bevölkerung, in der allgemeinen muslimischen Bevölkerung der Fall ist. Ja, ich meine, da geht es auch um junge Muslime, die, wenn du es Exakt. dann wieder in den Kontext der gesamten Muslime stellst, dann sind es vermutlich auch deutlich weniger. Es ist ja nicht nur ein Drittel, sondern wahrscheinlich 10% und das dann gegenüber 90. Ja, muss man Ach natürlich, so, und das meinte ich auch bei mit den der Jungen ist es höher, Einseitigkeit. bei den jungen Muslimen ist es wesentlich höher. Ja, genau, also ich sehe hier die Zahlen zumindest die von 2006, da waren es in Frankreich
42% der 18- bis 29-Jährigen. Genau, aber wie gesagt, die Zahlen kann ich jetzt auch nicht verifizieren. Ich habe hier nur diese Grafik und wie bei Pew Research finde ich da nichts zu. Nur, ich wollte das nur noch mal sagen zum Thema Fakten. Und wenn man da kommt und sagt, hier, pass auf, hier ist die Studie. Ich finde es bei Studien auch immer gut, zwei Studien zu haben, weil zwei Studien, zwei Meinungen, am besten hast du noch eine dritte und dass du irgendwie quasi dann sagen kannst, okay, das eine überwiegt. Am besten, man hat immer zwei voneinander unabhängige Quellen. Aber wenn du das alles schwarz auf weiß hinlegen kannst und wenn ich dann so ein Video mache, in dem ich wirklich total wasserdicht was begründe, dann sagt ja keiner was. Also warum auch? Kann ja keiner was sagen. Ich würde vom Gegenteil ausgehen. Ich denke, es würde da Kräfte geben, die dann darauf hinarbeiten würden, dass derjenige im Grunde genommen ausgeschlossen würde davon. Wenn die Meinung nee. Wirklich auch in der Deutlichkeit vertreten würden, wie ich sie vertrete. Aber es ist interessant auf jeden Fall, dass das deine Wahrnehmung davon ist und dass du wirklich denkst, dass das überhaupt kein Problem wäre, solange du es mit Fakten begründest, würde es komplett durchgewunken werden und du würdest beruflich keinerlei Probleme dadurch kriegen. Ist sehr interessant auf jeden Fall. Ja, ich kenne auch keinen Kollegen übrigens, bei dem das der Fall war. Es gibt einige Leute, die nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen unbedingt, aber die mal wo gearbeitet haben bei etablierten Medien. Bekanntes Fall ist sicherlich Udo Ulfkotte, der bei der FAZ war, dort aber eher unrühmlich gegangen ist und dann auf einmal die komplett andere Seite eingenommen hat und dann ja dieses Buch Gekaufte Journalisten auch geschrieben hat, die man dann gerne als Kronzeugen für sowas heranzieht. Aber meistens sind die Leute erstmal irgendwo rausgeflogen und haben dann sich dagegen gewandt und haben vorher gut verdient, auch dort, wo sie gearbeitet haben. Und ja, das komischerweise kommt dann diese Gegnerschaft erst, nachdem sie nicht mehr dort sind. Okay. Ja, da würde ich sagen, dann kommen wir an dem Punkt wahrscheinlich am besten zum Ende, ne? Weil du bist ja eh schon wesentlich länger hier, als wir geplant haben. Insofern, ja, sorry nochmal für die technische Panne am Anfang. Hätten wir ansonsten Livestream können wir wahrscheinlich schöner gewesen, aber scheiß drauf, so haben wir eine Aufnahme. Die werde ich dann wahrscheinlich morgen hochladen. Ja, danke, dass du hier warst und ja, ciao an alle Zuschauer. Ja, gerne, danke. Darf ich auch noch was sagen, kurz zum Schluss? Ja, klar. Oder was? Okay, genau, also vielen Dank und wie gesagt, was mir nochmal wichtig ist zu sagen, ich finde es gut, dass es Gegenwind gibt und ich finde es gut, dass du so nicht einverstanden bist mit dem, was ich sage, weil das mir einfach hilft. Und auch unser Gespräch jetzt hat mir an der einen oder anderen Stelle geholfen, bestimmte Dinge künftig kritischer zu sehen. Wenn ich meine Videos mache, ist es immer so, dass ich irgendwie mir vorstelle, dass so zwei Leute auf meinen Schultern sitzen. Auf der einen Seite jemand, der extrem kritisch in die eine Richtung ist und auf der anderen Seite jemand, der in die andere Richtung kritisch ist und versuche es halt ausgewogen zu machen. Und ich bin keineswegs irgendwie jemand, der immer nur politisch korrekt machen will oder ein, wie heißt es, Social Justice Warrior, habe ich gestern gelernt, diesen Begriff, ist, sondern mir geht es einfach darum, über wichtige Themen zu sprechen und dabei möglichst klar und richtig zu sein. Und auch der Aufruf an die Leute, die das jetzt hören und die meine Videos gucken und denen was auffällt, sagt mir das. Also sagt mir, was falsch ist oder was euch nicht passt. Ja, im besten Fall auf eine konstruktive Art und nicht mit drei Beleidigungen vorne dran. Aber selbst dann ist es okay. Und du kannst gerne weiter die Zwieback-Junge-Videos machen. Übrigens, der Zwieback-Junge ist 3 Jahre älter als ich, als ja. Michael, der echte Zwieback-Junge. Aber vielleicht schaffe ich es ja mal, mit meinen Kinderfotos auf die Zwieback-Packung zu kommen, wer weiß. Ja. Und wenn du dieses Privileg nicht verlieren willst, von mir auf YouTube genüsslich beleidigt zu werden, dann solltest du am besten der Nicht-Egal-Kampagne abschwören, wie gesagt. Aber wie gesagt, das Thema war nicht. Insofern, ja, da kommen wir, glaube ich, in dem Sinne eh nicht mehr weiter. Genau. Also insofern, ja, genau. Ciao von uns und sorry, dass es nicht geklappt hat im Livestream. Und ja, bis dann, Leute.